freut mich, dass ihr heute mit dabei seid, dass ihr heute am Start seid. Code Veronica X geht weiter. Der Dienstagstream ist ja ausgefallen, den musste ich verschieben. Deswegen jetzt heute quasi nachgeholt der Donnerstagstream. Donnerstag wollte auch mal Streamstag sein. So, jetzt lade ich mal. Hoffentlich das richtige Spiel. Hoffentlich komme ich auch wieder in die Steuerung rein. Das wird jetzt wieder dieser, ich brauche erstmal, eine Landsquid braucht eine Stunde, bis er von Silent Hill wieder auf Resident Evil Code Veronica umdenken kann, von der Steuerung her streamen. Okay. Ja, ich gucke, es ist wirklich, das macht mein Gehirn immer fix und fertig, Leute. Es ist fast schon lustig, wenn ich ähnliche Spiele spiele, wie sie ihr Silent Hill und Code Veronica, und dann ist die Sprinten-Taste eine andere, die Interagieren-Taste eine andere. Aber wisst ihr, alles immer nur so leicht vertauscht. Oh Gott. Na, wenigstens die Kartentaste ist die gleiche. Das ist doch auch schön. Finde es gut, dass du an Weihnachten nicht gestreamt hast. Mein Vater macht einen riesen Aufstand. Du willst deinen Stream gucken? Hallo, wir haben Weihnachten. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich habe es dann auch gelassen, weil wir eben auch Besuch da hatten. Und ich dachte mir so, na, komm, whatever. Dienstag hatte ich keine Zeit. Na, dann ist ja gut. Dann passt es ja ganz gut. Gerade. Ausgezeichnet. Na gut, ich würde sagen, dann fangen wir auch schon an, oder? Es sind zwar noch nicht viele da. Es werden erst noch welche eintrudeln jetzt. Oh, ach so, nee, passt schon. Genau, genau. Ich bin mir gerade nur nicht mehr sicher, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Mal, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich bin ein bisschen verwirrt, dass wir das Feuerzeug ausgerüstet haben. War ich irgendwo mit Fledermäusen wahrscheinlich, ne? So, wir haben jetzt auf jeden Fall den Silberschlüssel. Das ist schon mal gut. Wollen wir einfach mal schnell zurückgehen und... Ja, jetzt mal eins nach dem anderen, oder? Na, okay, wartet mal. Ich weiß schon. Jetzt nehmen wir erstmal den Silberschlüssel, weil damit können wir hier gleich mal was aufschließen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann... Hi, Frankie Tanky, was geht? Yo, euch auch schon mal einen guten Rutsch. Wir sehen uns wirklich nicht mehr vor Silvester. Ja, stimmt. Na dann. Na, dann war es schon gut, dass wir Weihnachten nicht gestreamt haben. Ich will euch auch nicht von euren Familien fernhalten. Das ist ja auch nichts. Oh Gott, Steuerung. Also das wird mir sehr oft passieren, dass wir in irgendwelche Menüs wieder reinkommen, die wir gar nicht wollen, ne? Naja. Kannst du nichts machen. Let's go. Benutzen wir den Silberschlüssel. Der ist, glaube ich, auch gar nicht für so viele Türen. Ich glaube, den können wir sogar dann relativ zügig wieder ablegen. Ich bin mir gar nicht sicher. Weiß ich nicht mehr genau. Finden wir gleich raus. Code Veronica ist schon cool, ne? Ich mag das schon sehr gerne. Das hat für mich schon irgendwie einen besonderen Stellenwert. Also... Ich finde, das ist schon irgendwie nochmal so die Krönung der klassischen Survival-Horror-Spiele gewesen. Ich meine, natürlich ist sie ganz klar, ne? Der erste Teil ist großartig, das Remake vom ersten ist auch sehr großartig, aber das ist halt kein neuer Teil in dem Sinne. Das ist schon nochmal irgendwie special. Okay, mehr können wir jetzt hier drin eh gar nicht machen, ne? Und da unten die Tür, in die können wir gehen. Wenn mich nicht alles täuscht, warten da unten zwei Bandersnatch, ne? Naja, die pistolen wir nieder. Die können froh sein, dass die nicht gemessert werden. Einfach nur zur Demütigung. Dein Lieblingsteil, kann ich verstehen, Panther Chris. Ich mag's auch echt gerne. Ja. Eigentlich würde ja bei mir wieder ein Silvester-Stream. Oh! N0B0DY
y_23 ist jetzt ein Bird. Das Knuddel, vielen, vielen Dank für deine 5 Geschenk-Abos. Das ist wirklich super nett von dir und freut mich riesig. Dankeschön. Ist jetzt ein Bird Rider. Da, der Stream geht schon mal gut los. Das ist super nett. Rocket Raccoon 92 ist jetzt ein Bird Rider. Yay! Laurina ist jetzt ein Bird Rider. Ey, das ist mega cool, weil das bedeutet auch, wir sind jetzt nur noch 3 Subs von den 100 wieder entfernt. Dann sind wir wieder wer. Endlich sind wir wieder wer im Internet. Fernedes 01 ist jetzt ein Bird Rider. Wir müssen ja das Ziel noch voll bekommen, das stimmt. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, das Knüttel, für deine wiederholten, sehr großzügigen Subgifts. Das ist echt mega nett von dir. Dankeschön. Freut mich riesig. Hi, André. Au. Ich habe vergessen, wie man schießt und habe die falsche Taste gedrückt, aber alles gut. Lass mich mal kurz... Ups. Lass mich mal kurz die falsche Taste drücken. So. Verdammt, jetzt werde ich aber ganz schön niedergekombot. Ah. Dabei kann man eh eigentlich die... Also einer alleine ist immer super easy zu bekämpfen. Die kann man wirklich auch gut messern, wenn man versucht, sie dauernd an ihrem schwachen Arm zu umkreisen. Aber zwei davon sind schon echt gemein. Das würde ich jetzt ohne unser Wunderkraut nicht so lösen, obviously. Aber wir können es uns ja leisten. Gratis Ninja TV ist jetzt ein Bird Rider. Vielen Dank, Mr. Nonconform, für ganze 10, oder? Sind es 10? Ich sehe es gerade noch gar nicht. 10 Geschenk-Abos. Hey, vielen, 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 vielen Dank. Das ist super nett von dir. Der Hype-Train ist damit schon auf Level 4 gleich mal gestartet. Kurz vor Level 5. Dankeschön. Das ist wirklich ein Coolio. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt die 100 Abos schon erreicht haben. Das heißt, ich muss mal ganz kurz in mein Dokument gucken, das ich vorbereitet habe, damit ich euch das nächste Bonusspiel nach Silent Hill verkünden kann. 398 ist jetzt ein Bird Rider. Moment. Das ist das Falsche. Ja, das ist das richtige Dokument. Ich habe so viele Dokumente, ey. Von so noch nicht veröffentlichten Videos und so. Loco 878 ist jetzt ein Bird Rider. Fjorel_RRTV ist jetzt ein Bird Rider. Gleich. Moment. Rheinfire 1990 ist jetzt ein Bird Rider. Okay. Ich hab... Oh, okay, warten wir noch. Bis wir durch sind. Vielen, vielen Dank, Mr. Nonconform. Das ist echt super. Super großzügig von dir. Dankeschön. Chris 82 ist jetzt ein Bird Rider. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Hi Don Marcello. Marco 7937 ist jetzt ein Bird Rider. So, willkommen im Bird Rider Team. Dankeschön fürs dabei sein. Dankeschön für die... Ah, Hilfe, ich bin schon ganz verwirrt. Es geht gerade erst los und ich bin schon verwirrt. Das Knuddel und Mr. Nonconform, Dankeschön für eure Subgift. Dankeschön fürs Ziel vollmachen. Ich schaue mir gerade meine Liste an. Und ich glaube, ich muss noch schnell kurzfristig was schieben, was ich da ein bisschen falsch eingetragen habe. Aber ich würde sagen, das nächste Bonusspiel, das wir uns nach Silent Hill anschauen werden, ist Eternal Darkness. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn wir schon hier
eins meiner Lieblings-Survival-Horror, meiner Lieblings-Resident-Evil-Titel gerade spielen, Code Veronica, dann gibt's währenddessen als Bonus Survival-Horror-Spiele, die ich gut kenne und die ich sehr liebe. Und Eternal Darkness gehört zu meinen absoluten Lieblings-Survival-Horror-Spielen. Ich finde das sehr großartig, sehr clever, sehr coole Ideen, manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber insgesamt schon sehr gut und sehr cool. Und das würde ich mir sehr gerne nochmal mit euch gemeinsam anschauen. Und weil ich es gerade sehe, jetzt passt mal auf, ich stelle das jetzt ein bisschen um, weil ich hätte auch noch ein Bonusspiel für Survivor gehabt. Aber Survivor war so schnell durch und wir hatten schon so viel Bonusspiele, dass ich da ein bisschen was verändern musste. Jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir sind jetzt nämlich eh schon bei 107 Abos auf Twitch. Nochmal vielen Dank dafür. Dann mache ich jetzt nämlich noch schnell ein Ziel. Das eilt jetzt nicht, ne? Fühlt euch nicht irgendwie genötigt. Hier alles ganz ruhig. Aber wir machen jetzt ein Ziel mit 110 Abos. Und wenn die noch erreicht werden, gibt es nochmal einen ganz kleinen Zusatz, einen ganz kleinen Bonus extra obendrauf. Das ist ein Spiel, das schauen wir uns nur einen Stream lang an. Da halten wir uns nicht zu lange auf. Aber das ist was, das passt sehr schön zu Survivor, habe ich mir gedacht. Und auch zu Survivor 2, das ja danach Code Veronica kommt. Da passt es auch wieder thematisch. Supi cool. Okay, dann machen wir das so. Also Eternal Darkness beim... Oh Gott, oh Gott. Dankeschön, das Knuddel. Na gut. Solaliel ist jetzt ein Bird Rider. Na gut. Dann haben wir das eben auch schon. Dankeschön nochmal für 5 verschenkte Abos. Dann mache ich meine Liste gleich nochmal auf. Kann das gleich nochmal markieren. So, damit ich es nicht vergesse. Hebelchen ist jetzt ein Bird. So, jetzt ist übrigens der Hype Train jetzt auch auf Level 5 geschossen. Ach, das ist echt super nett. Das freut mich echt. Panzerfahrer Heinz-Peter ist jetzt ein Bird Rider. Na gut, Leute. Also, dann machen wir nämlich noch zusätzlich... Aber nur ein Stream und vielleicht nicht mal ganz. Gucken wir mal. Habe ich mir gedacht, da Survivor so ein weirder Spin-off ist und vor allem Survivor 2, das ja nach Code Veronica chronologisch gesehen kommt, da das auch irgendwie so, ja, nicht zu den Besten gehört, würde ich sagen, habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal andere Spiele an, andere Survival-Horror-Spiele aus der Mülltonne gegrabbelt. Und ich habe mal richtig tief gegraben und wir gucken uns mal Resident 4 Redistributed an. Ich hab's nie gespielt, aber laut seinem Ruf unfassbar unverschämter und schlechter und schrecklicher Resident Evil Klon. Ich bin sehr gespannt drauf, dass wir uns mal, ne, wir haben, bis jetzt waren wir immer sehr weit oben vom Niveau her, was Survival Horror angeht. Jetzt werden wir dann mal als Bonus ganz in die Tiefen abtauchen. Ich würde fast sagen, von der Reihenfolge her machen wir es jetzt so, dass wir jetzt Silent Hill fertig machen, dann machen wir einen Resident 4 Redistributed Stream und dann geht's mit Eternal Darkness weiter. Und dann sind wir bonustechnisch jetzt auch erstmal wieder gut aufgestellt. Vielen, vielen Dank für das unfassbar schnelle Erreichen. Das Ziel können wir auch schon beenden. Und dann machen wir jetzt weiter mit Code Veronica. Danke euch. Super cool. Okay. Let's go. Wo waren wir stehen geblieben? Ich bin ganz aus dem Häuschen. Ach ja, wir haben hier gerade 2 Bandersnatch getötet, die ziemlich nervig waren. Und finden hier das Medaillon. Das glaube ich jetzt für... Oder? Ich dachte fast, das Spiel stürzt ab. Das hat jetzt sehr lange gedauert, bis das angezeigt wurde. Crazy. Hallo, das Floriginal. Was geht? Schön, dass du da bist.
Was ist mit dem Switch-Racy-Klon? Komm gerade nicht auf den Namen. Da gibt's einige. Das kann ich dir gerade gar nicht beantworten. Ja. Aber es gibt viele schlechte Klone, aber der ist ganz legendär. Da bin ich gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf, wie schlecht der tatsächlich ist. Hey, Rocket Raccoon. Okay, Hanks Report. Hank hat überlebt. Das Spiel Resident Evil Operation Raccoon City hat ja quasi das erstmal versucht zu überschreiben und da sah es dann so aus, als wäre Hank gestorben. Allerdings kann man mittlerweile oder aufgrund der Ereignisse aus Operation Raccoon City insgesamt relativ gut sagen, dass das Spiel nicht zum offiziellen Kanon gehört. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass auch Hank nicht wirklich gestorben ist und Code Veronica, ne, zeigt ja hier das Gegenteil. Insofern, okay, Hanks Report. Hi Puzzles, wie geht's? Mir geht's gut, danke schön. Alles gut soweit. Der Kater hat heute seine Fäden gezogen bekommen und ist aktuell wieder topfit. Braucht keine Schmerzmittel mehr. Antibiotika nimmt er noch eine Woche und dann ist hoffentlich alles wieder gut. So, für was steht denn bitte ATTN? Attentaten. Attentaten, Mr. Alfred Ashford. Ich habe wieder nicht geguckt, ob man es auf Deutsch stellen kann. Ich bin so dumm. Naja. Kann man nichts machen. Heute um 16.32 Uhr. Ich bin erfolgreich angekommen aus der... Moment mal. I arrived successfully from the Umbrella Transport Base. Also ich bin von der Umbrella Transportierbasis erfolgreich angekommen mit einer großen BOW-Waffe. Während des Transports wurde extreme Vorsicht angewandt. An alle 108 Checkpoints wurden auf grün confirmed mit als Standardprozedur. Das ist so, wisst ihr, so, wie nennt man das? So stenogrammmäßig geschrieben. Ne, Stenogramm ist nicht richtig. So dieses extreme Maßnahmen wurden getroffen, stopp. Alle Checkpoints waren auf grün, stopp. Deswegen fällt es mir gerade mega schwer, das irgendwie sinnvoll zu übersetzen. Aktuell wird es im Kühlregal gespeichert. Oh Gott, aber eine Sache gibt es, die ich nicht verstanden habe. Uns wurde normalerweise eine Spezialmission zugewiesen. Warum müssen wir diesmal einfach nur eine gefrorene Kapsel beim Transport überwachen? Ich kann schon verstehen, dass das als Top Secret klassifiziert ist, aber ohne das Wissen über den Inhalt dieser Kapsel könnte unsere Sicherheit während des Transports gefährdet sein. Das ist besonders wichtig, wenn es sich bei dem Inhalt um etwas möglicherweise Schädliches handelt. Deswegen fragen wir Sie, uns mit mehr Informationen auszustatten, sollten wir erneut in der Zukunft mit einer ähnlichen Mission beauftragt werden. Ich erinnere mich noch an die guten alten Tage, die ich im Militärtrainingslager hier verbracht habe. Seitdem hat sich nicht viel verändert. Wir rüsten uns für die nächste Mission heute um 23 Uhr. Umbrella Special Force Einheit Hank. Ah, so. Eieiei. Ah, wir haben ein... Was ist denn das? Ein Frosch. Sei kein Frosch. Wir haben einen Tutut Hype Kakao. Ach, ein Frosch mit einem Kakao. Ja, nehmen wir, oder? Ist doch nett. Sehr schön. Okay, Hanks Report haben wir entschlüsselt, gestammelterweise. Alles gut soweit. Liegt da noch was auf dem Boden? Dieser komische blaue Umschlag, der ist mir noch nie aufgefallen, aber ist anscheinend nichts, mit dem wir interagieren können. Die beiden sind auch tot. Ich nehme nochmal, ich glaube, ich brauche es nicht. Let's go. Gut, Silberschlüssel haben wir somit auch schon durchgespielt.
Hi, unten links, absolut, absolut. Code Veronica Remake wäre großartig, aber ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, ob die das gut hinkriegen würden, weil da, ich habe mich voll verlaufen, müsste man schon zumindest mehr Geld in die Hand nehmen als bei Resident Evil 2 und 3. Bei 4 haben sie ja gezeigt, dass sie da durchaus fähig und willig dazu sind, also gucken wir mal. Code Veronica ist halt schon relativ umfangreich für so ein klassisches Survival-Horror-Spiel. Das wirklich inhaltlich, umfänglich so abzubilden, ist unter Umständen schon. Ist kein leichtes Unterfangen, glaube ich. Aber wäre mega gut. Und ich glaube fest daran. Ich glaube an das Herz der Remakes. Mir wird schon reichen, einfach so wie beim ersten. So ein ganz klassisches Remake. Also wird Capcom hundertprozentig nicht machen. Da traue ich mich aber sowas von wetten. Aber ja, fände ich theoretisch persönlich auch gut. Ich hätte auch gar nichts dagegen. Ich glaube, ich hatte hier schon ein System, ne, wie ich hier aufgeräumt habe. Ja. Ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt zwei Eagle Plates habe und ich weiß nicht mehr, wo die hingehören. Aber was ich weiß, ist, dass wir jetzt mal hier unserem Gefängniswärter ein Blutstillemittel schnell bringen. Dann kriegen wir nämlich, glaube ich, der gibt uns den Dietrich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Doch, dann nehme ich den Koffer gleich mit. Hast du mal vor, die Mods von Resident Evil 2 zu spielen? Das wäre auf jeden Fall interessant. Da gibt es ja mittlerweile schon auch ein paar coole Sachen. Nicht nur absolut weirde Sachen, sondern auch wirklich coole. Könnte man schon mal sich anschauen, das stimmt. Der Dietrich Dieter. So ähnlich, so wird er genannt von seinen Freunden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir zwei Ziele innerhalb eines Hype-Trains erreicht haben. Oh, da hast du wahrscheinlich recht, das stimmt. Das stimmt. Hab vorhin einen Resident Evil 3 Mod gesehen, wo man als Nemesis spielen kann. Ja, warum nicht? Es ist ja wirklich, wenn man sich auf diesen Mod-Seiten mal umguckt, ne? Es gibt so viele einfach nur super thirsty Mods da. Alle Figuren sind einfach immer halbnackt oder ganz nackt und Leon mit Arschgeweih-Tattoo und sexy Waschbrettbauch und Mr. X mit im Speedo mit sexy Waschbrettbauch und das ist 90% der Mod-Community gefühlt. Ich glaube wirklich, wenn nicht sogar mehr. Und dann gibt es aber noch diese 10%, na okay, gut, dann kommen nochmal 8%, die sind komplett wacky und komplett bescheuert. Sowas wie Maus Ashley, dass dann so eine Ratatouille-Ashley-Maus auf Leons Kopf sitzt und ihn steuert, weil warum nicht, I guess, keine Ahnung, und solche Sachen. Und dann gibt es nochmal diese 2%, die richtig coole Mods sind. Für Resident Evil 4 ist ja erst vor kurzem ein Total Conversion Mod erschienen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der macht im Grunde, jetzt hätte ich doch gerne mein Messer dabei, muss ich sagen. Der macht im Grunde Resident Evil 4 ultra schwer. Also das ist eine eigene Kampagne. Das ist nicht nur irgendwie ein hoher Schwierigkeitsgrad, sondern eigene Maps und so weiter, eigene Gegnerplatzierung. Alles ist super dunkel und blutig. Ja, genau, Mr. X als Thomas die Lokomotive. Ja, genau sowas. Das ist schon sehr cool. Aber sowas würde ich auch tatsächlich gern für die neueren Resident Evil sehen, aber das dauert natürlich als Mod-Projekt ewig lange. Hi, Marco. Harry ist gerade, der ist gerade auf der Reservebank. Jetzt ist erstmal Claire dran. James, Harry, Heather kommt dann nächsten Mittwoch wieder raus. Im neuen Jahr. Nächstes Jahr erst. Ja, Nude-Mods gibt es ja für alles. Für alles. Und wenn es noch so weird ist. Hemostatic medicine. How kind of you.
Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry about me. Dum-da-da-dum. Blaues Emblem für die Guillotine habe ich auch dran gedacht, ne? Aber habe ich vergessen. Ist auch wurscht. Fast wie Marvin in Resident Evil 2, dieses Just Go. Hm, stimmt. Gibt auf jeden Fall Überschneidungen. Ah, nächsten Mittwoch bin ich dabei. Das ist schön zu lesen. Es ist vor kurzem ein Mod erschienen, Resident Evil 2 Original in Ego-Ansicht. Aha, interessant, okay. Warum nicht? Nee, es gibt schon definitiv auch coole Mods, überhaupt keine Frage. Aber wenn man sich auf ModDB mal umguckt, dann eher weniger oder so, habe ich das Gefühl. eher die Ausnahme. Okay. Aha, so geht's nicht. So geht's. Da. Ich wusste nicht mehr, was drin ist. Ich dachte, vielleicht ist irgendwas Wichtiges drin. Irgendein gutes Item oder so. Irgendein Schlüssel-Item, meinte ich. Ich meine, die Explosionsbolzen sind super mächtig, ne? Aber ich habe jetzt mit was Aufregenderem gerechnet. Ein Mod mit Landscape Birdrider als Barry. So, lass mich mal kurz. Jetzt holen wir... Ja, ich hab, weiß... Gibt es hier irgendwo eine Kiste, die näher dran ist als die... Weiß ich gerade nicht, ist egal. Gehen wir nochmal schnell hin und zurück. Ohne Gegner und so geht das eh super schnell. Mit Vornamen heiße ich Sebastian. Sebastian. Ist auch ein sehr... Ich finde so ein klobiger, langer Name, ne? Aber ich bin zufrieden damit. Das wüsstest du, wenn du den Podcast hören würdest. Coffee Cake and Games. Verdammt nochmal, hört den Podcast. Da hatten wir vor kurzem eine coole Weihnachtsfolge über die vielleicht coolsten Weihnachtsgeschenke, die wir jemals bekommen haben. Michael und ich. Und witzigerweise, ohne dass wir uns abgesprochen haben, haben wir beide Spiele aus dem gleichen Jahr gewählt. 1998 war für uns beide videospieltechnisch ein ziemlich krasses Jahr. Hi, holy cow, wie geht's? Mir geht's gut. Dachte Steve. Was, du dachtest, mein Name ist Steve? Hm. Nö. Hey, ich weiß wirklich nicht mehr, für was man das zweite... Ah doch, ich weiß wieder, für was man das zweite Emblem braucht. Ja. Ich pack das jetzt mal alles ein. Und wisst ihr was, ich mache schnell ein paar Sprengbolzen, einfach nur, damit wir die schon mal gemacht haben. Den Podcast, den könnt ihr auf YouTube hören oder auf Spotify oder in jeder Podcast-App eigentlich. Coffee, Cake and Games heißt der. Findet ihr auch einen Link dazu unter so ziemlich jeden meiner Videos auf dem Hauptkanal.
könnt ihr euch gern mal anhören. So. Ich glaube, die Bolzen hebe ich mir für einen particular little boss auf, der schon bald auf uns wartet. Sollte ich speichern? Ah, es gibt schon so ein paar... Nee, ich speichere jetzt noch nicht. Ah, nee, wir haben eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Passt schon. Es gibt schon ein paar Permadeath-Stellen. Da hilft uns unser Superheld gerade auch nichts, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann die kommen. Genau, da draußen, wo uns... oh, was? Da steht ein Heilkraut. Seit wann steht denn das hier? Das habe ich komplett übersehen. Und ich warte auch die ganze Zeit auf Wesker, wenn wir hier die Treppe runtergehen. Aber er kommt einfach nicht. Was für ein Arsch. Ihr hattet ja auch schon Lord Pappnase dabei, stimmt's? Was macht denn der gleich nochmal? Das kann gut möglich sein. Ich kann mich gar nicht mehr an alle Leute erinnern, die schon zu Gast waren. Der Podcast läuft jetzt erstaunlicherweise doch schon seit fast 2 Jahren. Wir haben schon mit sehr vielen Leuten geredet. Und vor allem teilweise machen Michael und ich auch getrennt Folgen. Dann weiß ich es doppelt und dreifach nicht. Aber der Name kommt mir bekannt vor, also wahrscheinlich schon. Ich sage einfach mal ja. Ja, bestimmt. Zombies. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Weil ich gerade meine Orientierung komplett verloren habe. Ja. Ja, beiß mich ruhig. Ich bin auch voll blöd in den reingelaufen. Das hat das verdient. Gothic-Content. Ja, ich kann mich erinnern. Absolut, genau. Cooler Podcast. Aber bei dem war ich, glaube ich, nicht persönlich dabei, den habe ich mir nur angehört. Aber wie es wirklich, es verschwimmen teilweise die Erinnerungen. Aber ich glaube schon. Na komm. Der ist leicht verwirrt, der geht erstmal in die falsche Richtung. Der hat mich gerade an unseren kleinen Staubsaugerroboter erinnert. Der ist auch immer so verwirrt und weiß dann immer nicht, was er tun soll und wo er lang muss. Der Arme. So, setzen wir mal, wenn ich die richtige Taste wieder finde, ein Emblem ein. You don't need this right now. Ach so, ja genau. Ich setze es ja an die Tür ein, nicht in die Guillotine selber. Deswegen, das erklärt einiges. Uh-oh, it's a trap. Wie leise die waren, bevor die Tür aufgegangen ist, ne? Man hat die überhaupt nicht gehört. Wer weiß, was die da heimlich wieder getrieben haben, die zwei. Ich wollte ja nicht stören, ist ja schon gut. Tut mir auch leid. Die Resident Evil-Spiele sind immer noch meine Lieblings. Also grundsätzlich gehören die Resident Evil Spiele auch zu meinen Lieblingsspielen, aber ich spiele wirklich so viel bunt durch die Bank, dass ich sagen muss, für mich privat hat jetzt die Resident Evil Reihe nicht so eine krasse Sonderstellung eigentlich. Also keine Ahnung, die gehört schon zu meinen absoluten Lieblingsreihen, definitiv. Aber ich habe viele Lieblingsreihen tatsächlich. Mit dem beschäftige ich mich nur auf den Kanal nicht. Aber ich könnte es gar nicht so, also ich könnte es nicht, weißt du, ich kann jetzt keine Top 10 meiner Lieblingsreihen machen. Die gehört definitiv dazu, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie ranken oder einsortieren. Ich liebe sie alle.
Chemicals? Was denn für Chemicals? Nimm doch die Pistolenmunition. Dankeschön. Erzählt mir irgendwas von Chemicals. Na komm. Das Heilspray nehmen wir auch noch. Musst du mal The Hotel spielen? Ist auch cool. Okay. Merke ich mir. Bunt durch die Bank spielen. Interessante Wortwahl. Was ist denn daran? Was ist denn? Ist das ungewöhnlich? Sagt man das nicht so? Ich finde schon. Code Veronica Remake ist leider nicht raus. Nee, aber die Hoffnung ist da. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ich denke... Ja, ich kann es gar nicht sicher sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr... Also, es gibt... Ja, oder? Warte mal. Ah, ich bin gerade verwirrt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann hat ja der Leaker das Golem schon vor einer ganzen Weile geleakt, dass wir dieses Jahr keine Resident Evil-Ankündigung mehr kriegen, womit er ja höchstwahrscheinlich schon mal recht hatte. Und dass dann nächstes Jahr Resident Evil 9 vorgestellt wird. Und das... soll dann aber erst übernächstes Jahr erscheinen. Also nächstes Jahr wird laut dem ein Resident Evil freies Jahr. Genau, gucken wir mal, ob das so stimmt. Der ist schon relativ zuverlässig, was seine Leaks angeht. Aber da müssen wir mal schauen. Und ein nächstes Remake wäre dann wahrscheinlich erst in 3 oder vielleicht sogar 4 Jahren fällig. Schauen wir mal. Bei uns heißt es Querbeet. Ja, Querbeet kenne ich auch. Querbeet kenne ich auch. Aber was, Moment mal, was habe ich gesagt? Bunt durch die Bank. Ich kenne das schon. Ich google das jetzt. Ich schaue mal, ob es das jetzt gibt. Ich glaube, das Sprichwort gibt es nicht. Das sage nur ich. Bunt durcheinander und durch die Bank. Aber durch die Bank gibt es, ne? Genau. Durch die Bank heißt quasi durchgehend. Und bunt, gemischt so. Ich verstehe. Mir war überhaupt nicht klar, dass das eine Sprichwort-Neuschöpfung ist. Aber ja, bunt durch die Bank. Das benutze ich. Und es heißt für mich so viel wie Querbeet, genau. Ich glaube schon, dass Resident Evil Code Veronica irgendwann mal kommt. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Bunt durch die Bank ist in Bayern verbreitet. Ach, guck. Na dann. Ansonsten gibt es jetzt. Wenn es es vorher nicht gegeben haben soll, dann gibt es das ab jetzt. Also die Notizen des Anatomisten oder sowas. In meinem Verstand. Oh, warte mal. Nee, das ist zu tief. In meinem Verstand lebt ein Dämon. Ich kann ihn nicht kontrollieren, diese wilden Impulse, die der Dämon manchmal durch mich treibt und mich zum Handeln zwingen. Es ist eine brutale Zeremonie. Mit dem Dämon an meiner Seite liebe ich es, Menschen in Schmerzen leiden zu sehen. Wie sie schreien und zucken, bevor sie sterben. Die Musik passt auch gerade sehr gut, ne? Gott, oh Gott. Hey! Akarin-Ultas ist jetzt ein Birdrider. Akarin-Ultas, vielen, vielen Dank für deinen Sub im 2. Monat. Freut mich sehr. Super nett von dir. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Aber Sir Alfred war freundlich genug, mich anzuerkennen oder so. Und er hat mir diese Einrichtungen gegeben. Chemikalien und das Werkzeug, das für meine Studie notwendig ist. Ich werde Sir Alfreds Nettigkeit, Güte niemals verraten. Es ist von
oberster Wichtigkeit, dass niemand meinen heiligen Platz entdeckt, von dem nur ich weiß. Ich schwöre, der Keller dieses medizinischen Gebäudes wird ein Geheimnis bleiben. Und natürlich habe ich den Schlüssel zum heiligen Platz immer bei mir. Und diese super geheime und wichtige Information schreibe ich hiermit in mein unverschlossenes Tagebuch, das ich einfach so offen liegen lasse. Selbst wenn Außenseiter den Schlüssel sehen sollten, dann werden sie niemals in der Lage sein, herauszufinden, für was dieser Schlüssel denn gedacht ist. Ich muss mich nur daran erinnern, mein Leben zu beenden. Was? Was? I must remember that my life... Achso, ich muss nur in Erinnerung behalten, dass mein Leben endet, wenn ich das Vertrauen von Sir Alfred verliere. Das war ziemlich düster. Ich heite uns wieder ein bisschen auf. Okay, weiter geht's. Also, schreckliche Experimente an Unschuldigen, hat Spaß dabei, passt super zu Umbrella. Im Grunde würde ich sagen, ist wahrscheinlich Teil der Bewerbung, wenn man sich bei Umbrella bewirbt. Haben Sie sadistische Tendenzen? Und nur wenn man irgendwie auf einer Skala von 1 bis 10 ab 7 ankreuzt, hat man überhaupt eine Chance, bei Umbrella anzufangen, glaube ich. Selbst die Sekretärin und so, selbst das Reinigungspersonal. Das ist so ein bisschen so die Firmen. Ne, die Leute müssen ja auch gut miteinander auskommen. Frau Emma ist die sadistischste Putzfrau, die ich jemals gesehen habe. Oh Mann, ey. Der Knöchel muss schon ganz schön abgenagt sein, wie oft sie da schon reingebissen wurde. Aber hey, ein bisschen Kraut reinrauchen und dann geht das schon wieder. Everything's gonna be alright. Ich bleib dabei, dass man grünes Kraut raucht. Ich halte es für die plausibelste Anwendungsmethode. Warum sollten die sonst, wenn die es mischen mit anderem Kraut, in so, weißt du, trocknen und in so Pulver zerbröseln? Das ist schon verdächtig, finde ich. Aber das machen nicht alle, muss man sagen. Ne? Es gibt ja auch die Kombinierungsfläschchen und es wird ja in verschiedenen Teilen durchaus unterschiedlich dargestellt. Vielleicht kann man es konsumieren, wie man will. Wer weiß, es gibt bestimmt verschiedene Methoden. Ich muss es... Ja, warte, ich habe die Steuerung vergessen. So jetzt. Oh Mann, ey. So, jetzt ist es eine Waffe. Nice. Das freut mich. So, der Geist von Kaspar Hauser. Hallo und willkommen. Hi, ja, habe ich auf der Skala von 1 bis 10, nehme ich eine 14. Na dann, steht deiner CEO-Position bei Umbrella, glaube ich, nichts mehr im Weg. In Resident Evil 5 wurden die Kräuter allerdings zum Deo, ja eben. Aber weißt du, vielleicht so, die verbrennen das nicht, die rauchen das nicht klassisch, die vapen das quasi, ne? Die sind ein bisschen moderner vielleicht. Wer weiß. Das ist, ich spiele es auf der Xbox Series S gerade. Code Veronica kriegt man ja zum Glück auch auf den modernen Konsolen noch ganz gut. Das ist quasi so das letzte klassische Resident Evil, das man, also, wie soll ich sagen, also... Zero, Remake 1 und Code Veronica. Das sind die drei einzigen klassischen Resident Evil Survival Horror Spiele, die man noch gut verfügbar auf den neuen Konsolen quasi emuliert oder so finden kann. Vor allem Code Veronica X natürlich. Aber die Unterschiede sind ja minimal zum Original. Alles, was älter ist, da wird es schwierig. Die Originaltrilogie und die Spin-offs sowieso. Guten Appetit. Thank you.
Stürmisch. Ich finde schon ein bisschen gemein, dass die Code Veronica Zombies laufen können, ne? Das kann sonst niemand. So, was haben wir denn Schönes hier? Ein Auge? Unfassbar. Ach, falscher Knopf. Was sagst du zu Parasite Eve 1 und 2? Ich habe nur einen der beiden Teile gespielt. Ich glaube, es war der zweite. Und ich mochte das sehr gerne. Ich fand das eine super coole Idee, dass man so RPG, so JRPG-mäßiges Charakter-Development irgendwie mit reinbringt in so Survival-Horror. Ich fand das Monster-Design crazy, ich fand die Fähigkeiten cool, ich mochte das sehr gern damals, aber weiß über die Reihe tatsächlich verhältnismäßig wenig, muss ich sagen, so insgesamt. Und das steht definitiv auch auf unserer Bonus-Zielliste. Aber aktuell haben wir genug Bonus-Ziele, aber ja. Grundsätzlich habe ich sehr Bock, dass wir im Rahmen. Oh Gott, die Fledermaus ist gerade lustig in Claires Gesicht gelandet. Schön. Dass wir uns das nochmal genauer anschauen, weil ich habe da wirklich nur noch so aus meiner Jugend ein paar Erinnerungen dran und weiß noch, dass ich es sehr gerne mag und auch sehr verstörend fand. Und da hätte ich Bock, mir das nochmal jetzt erwachsen anzuschauen. So, das Heiligtum des verrückten Doktors da oben, seine Folterkammer. Ich erkenne nicht, was das da sein soll. Da drüben ist so ein Käfig, wo er die Leute wahrscheinlich so ertrinken lassen kann oder so halb ertrinken oder aufweichen. Aber was ist das da? Eine alte Wassermühle. Ah, okay, ich kann mir schon vorstellen, ein ganz ähnliches Gerät. Und da, ja, das ist halt schönes Environmental Storytelling an der Stelle, ne? Da hat das Tagebuch fast ein bisschen zu viel preisgegeben. Ohne die Information wäre es fast noch ein bisschen gruseliger, hier runterzukommen. Und dann findet man sowas vor. Überall mittelalterliche Foltergeräte, so ein Sessel und eine Weinflasche in der Mitte. Und hier noch so ein bisschen Folterwerkzeug. Fände ich fast schöner, wenn man nicht vorher die Notiz finden würde, was hier passiert ist. Dann wäre das eher so ein What-the-fuck-Moment. Aber es ist trotzdem schon... Ist schon krass. Schön gemacht. Weckt düstere Assoziationen. Moment mal, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Habe ich alles? Was ist denn das hier? Ich frage mich, was dieser seltsame Device hier ist. Ach, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Folterding, ne? Ich dachte, das wäre irgendeine Ultra-Geheimtür. Mich wundert es, dass da keine Iron Maiden steht. Das ist ja so das mittelalterliche Foltergerät, das aber in Wirklichkeit, soweit man weiß, tatsächlich nie benutzt wurde. Sondern in der... wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, wurde das in der Renaissance quasi hergestellt, um zu verdeutlichen, wie schrecklich doch das Mittelalter war. Aber es ist gar nicht wirklich im Mittelalter benutzt worden oder entstanden. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wie war das jetzt hier gleich nochmal? Ich habe Angst, dass wir hier permadeath-mäßig sterben. Die hält eine Rüstung. Die hält ein Schwert. Ich muss den drehen auf jeden Fall. Aber muss ich jetzt erst den Blitz nehmen, das Schwert hier, und dann kommt das Gas und dann drehe ich die Kurbel. Ja, wahrscheinlich. Ne, wir haben jetzt länger nicht mehr gespeichert, jetzt würde ich ungern sterben. Das wäre jetzt ärgerlich. Aber ich glaube, es passt schon. Nein, du musst schon weiter drehen, sonst ist es blöd. Cold 4 sagt mir gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, ne, Resident Evil 1.5 hatte super krasse, nervige Zombies, finde ich auch. Das war zu viel des Guten. Ich finde, wie sie es dann in Resident Evil 2 gemacht haben, eigentlich ganz gut. Oh Gott, da ist die Iron Maiden, von der ich geredet habe, ne?
Ich will euch keinen Quatsch erzählen, deswegen unter Vorbehalt die ganzen Informationen, aber so habe ich es in Erinnerung, dass ich das mal irgendwo gelesen habe, dass das quasi nur, also dass die Iron Maidens quasi so ein in der Renaissance entwickelt wurde, um die Leute damit zu schocken, wie grausam doch das Mittelalter war. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ob es jetzt wahr ist oder nicht. Ist auf jeden Fall was, kann man irgendwie so als Fun Fact erzählen. Ja, mein Gott, das ist halt die Schiebemechanik. Das sieht halt blöd aus, aber die haben halt die gute alte Schiebemechanik seit dem ersten Teil drin. Und so werden auch Kurbeln, Hebel gedreht, was auch immer. Oh, ich muss mal schnell hier durchlaufen. Ich bin kein... Also ich finde die Revelation-Spiele gar nicht schlecht. Ich finde die schon cool und mir machen die Spaß. Aber die Story ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Ich will nicht so viel Story und so viel Hintergrundpolitik und so in meinen Resident Evil-Spielen. Ich will Story sehr spezifisch fokussiert auf das, was gerade vor sich geht. Wer steckt dahinter? Warum? Welche bizarren Experimente? Ne? Das ist die Lore, das ist die Geschichte, das ist die Story, die ich in Resident Evil gerne mag. Wenn so Spiele wie Revelations 1 vor allem, der zweite ja sogar ein bisschen weniger, aber 1 vor allem und auch der sechste Teil dann, versuchen irgendwie so globale Politikgeschichten und bla 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 anzusprechen. Das ist mir für ein Resident Evil... für mich unpassend. Das mag ich irgendwie gar nicht. Interessiert mich auch nicht, wer jetzt Verteidigungsminister von welchem Land ist und warum er bla 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 und mit wem er handelt. Haltet die Klappe und welche Organisation welche feindlich übernehmen will. Ich will Monster. Ich will coole Monster und coole Geschichten für die coolen Monster. Das ist das, warum ich hier bin. Gebt mir das und wir sind alle glücklich. Also ich zumindest. Ich glaube, deswegen bin ich auch kein Fan von den CGI-Filmen. Die sind halt auch sehr story-fokussiert. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes und so. Aber das ist nicht das, was ich suche in einem Resident Evil-Spiel. Für mich persönlich einfach. Will ich gar nicht irgendwie jetzt hier, wie soll ich sagen, so generell negativ bewerten. Das ist nur so für mich persönlich einfach der Fall. Schieb! Echt nicht? Ach so, dann schieben wir die da. Ja, das ist noch leichter. Hast recht, Claire. Ich habe zu kompliziert gedacht. Deswegen ist auch sie die Hauptfigur, nicht ich. So, jetzt kommen wir zu einer Schreibmaschine. Jetzt speichern wir aber mal. Sollte ich nochmal zurückgehen. Ja, finde ich auch. Koop in Revelations 1 ist spaßig. Koop in 5 aber auch. Also, ich meine, natürlich nimmt das so ein bisschen die Spannung, die Atmosphäre und das Grusel raus. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt eine Survival-Horror-Reihe theoretisch so unbedingt die beste Wahl für ein Koop-Modus ist. Aber ich finde auch die Koop-Resident Evils alle sehr spaßig. Nur eben leider das 6. hat mir auch in Koop überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war sehr traurig und schade. Damals war ich wirklich mega enttäuscht, ey. Mega enttäuscht. Ich habe mich so auf den 6. Teil gefreut. Ich und ein Freund von mir waren so gehypt und haben uns das Day One gekauft. Wir haben uns nicht mal irgendwie Tests oder so angeguckt. Wir wussten ja, dass es brillant wird. Genauso wie die Vorgänger. Vor allem im Koop. Was soll da schon schief gehen? Und dann haben wir angefangen mit Chris Kampagne. Und nach so 1-2 Stunden saßen wir beide da und haben gesagt, hey, irgendwie kann es sein, dass das scheiße ist. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie leider schon. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich habe mal im Internet geguckt und Leons Kampagne soll die beste sein, spielen wir die mal. Und dann haben wir die ein paar Stunden gespielt und dann haben wir gesagt, ja, okay, ja, besser, aber naja, immer noch nicht gut. Und dann sind wir sehr enttäuscht ins Bett gegangen. Das war kein schöner Release-Tag. Das war das erste und einzige Mal, dass mich Resident Evil enttäuscht hat. Deposit any metallic items you have in the security box. Revelations 1 war das auf dem Schiff, genau.
Genau, mit den ganzen Us-Monstern. Okay, sonst habe ich hier alles schon in die Box gepackt, ne? Ja. Dann nix wie weg hier. Let's go! Resident Evil 6 hat den Usternack, genau. Der hat wenigstens eine relativ komplexe und coole Story bekommen. Der Usternack ist okay. Ich mochte theoretisch auch die Kämpfe gegen die... Wie hießen die? Ich weiß den Namen nicht mehr. Gegen die neuen L-Gigante. Ihr wisst schon, was ich meine. In der Stadt, ne? Bisschen over the top und bescheuert, aber das fand ich wieder ganz lustig. Aber, ja, nee. Hat mir einfach leider keinen Spaß gemacht. Was soll man machen? Was willst du machen? So gehen wir in die Training Facility, würde ich sagen, ne? Als nächstes. Wo bin ich? Okay, genau. Hier sind wir jetzt, glaube ich, wirklich fertig, ne? Ja. Dann let's go. Ich mochte auch den... Wie hieß er? Raid-Modus? Raid-Modus hieß er, glaube ich, nicht. Oder hieß er Raid-Modus in Revelations 1 und 2? Das war eigentlich ein cooler Ansatz. Da hätte man, finde ich, echt ausnahmsweise mal ein gutes Resident Evil Online-Multiplayer-Spiel draus machen können. Das hätte Potenzial gehabt. Das hätte man mit Content versorgen müssen. Also so ein Konzept. Hätte man ausbauen können. Was denn für welche Plattform? Revelations 1, das ist ursprünglich exklusiv für den 3DS erschienen, aber gibt es mittlerweile irgendwie für alles Mögliche. Ja, ich weiß nicht, ob Capcom da zu wenig gemacht hat. Das war ja so deren großes Prestigeprojekt. Resident Evil 6, da haben die ja richtig Kohle in die Hand genommen. Ich glaube, die wollten das zu mainstreamig machen. Ich weiß nicht genau, was schiefgelaufen ist, aber die hätten da eigentlich mit dem Budget was unfassbar Geiles machen können. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Das ist denen irgendwie entglitten. Die wollten vielleicht einfach zu viel. Ja, Dead Aim spielt auch auf einem Kreuzfahrtschiff und hier... Guiden auch. Die Spin-Offs, die haben es mit Kreuzfahrtschiffen. Aber Revelations ist das einzige davon, das wirklich... Nee, stimmt ja gar nicht. Dead Aim ist auch Kanon. Nur Guiden nicht. Ich wollte gerade sagen, Revelations ist das einzige, das wirklich Kanon ist, aber das stimmt nicht. Ja, zu viel Action und zu wenig Horror, das... Stimmt zwar schon auch, aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum ich Resident Evil 6 nicht mag. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich es nicht mag, ist, dass mir das Gameplay von vorn bis hinten keinen Spaß gemacht hat. Es hat sich für mich einfach scheiße angefühlt. Das ist eigentlich einfach mein Hauptproblem mit dem Spiel. Es hat sich nicht gut angefühlt. Ich kann es nicht besser beschreiben. Die Kämpfe haben mir keinen Spaß gemacht. Die Nahkampffunktion war viel zu overpowered. Die Gegner waren Kanonenfutter. Die Kämpfe waren teilweise hektisch und unübersichtlich. Und das hat mir einfach wirklich nicht gefallen. Das ist alles, was ich sagen kann. Dann kommt noch dazu, dass sie das Inventar komplett gestrichen haben und dass man immer 25.000 Waffen mit sich rumschleppt und dass man die Waffen nicht upgraden kann. Es gibt kein Händlersystem mehr, nicht mal das reduzierte aus Resident Evil 5, sondern nur so weirde Medaillen. Ah, alles meiner Meinung nach Fehlentscheidungen im Design, die das Spiel definitiv einfach schlechter gemacht haben. Und das ist traurig. Ich meine, es hat 4 Kampagnen, die auch noch cool sind eigentlich, theoretisch, wenn sie doch nur Spaß machen würden. Ich verstecke auch immer meine ID-Karte in irgendeinem komischen Steinpodest draußen im Garten. Warum auch nicht?
This is the card key shining in indigo blue. Also eine indigo-blaue Card Key für die Militär Training Facility. Waren wir hier eigentlich schon überall? Sollte ich da nochmal gucken? Ah, da könnten wir auf jeden Fall noch hingehen. Mit dem Aufzug hochfahren. Hä? Muss ich mal schnell was gucken. Man kann... Und da unten gibt es noch die Leiter. Ja, genau. Okay. Und da können wir jetzt auch das Gitter aufmachen. Oh, es gibt zu viel, was wir jetzt tun können. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh mein Gott. Ich glaube, wir gehen in den Keller runter. Hündchen, ich komme jetzt. Seid brav. Aus. Schön Platz machen. Komm. Brave Hundis. Die tun nichts. Die wollen nur spielen. Bei Rachel hattest du ja bei deinem Alle-Gegner-Video die Frage in den Raum gestellt, warum sie zu einem Us wurde. Ich hätte da eine Theorie. Ja, nämlich... Hi Lotzi, was geht? Du zockst sehr gut, du kannst stolz auf dich sein. Dankeschön, Alexander. Das ist nett. Aber gelogen. So, vor allem, weil ich immer die Knöpfe verwechsel. Es gibt den Pauseknopf, den Inventarknopf und den Kartenknopf und die sind wieder alle anders gelegt als bei anderen Teilen und ich komme komplett durcheinander. So ist das. Habe ich mein Inventar aufgeräumt? Gut. Hey, ich hätte... Nee, passt schon. Jetzt noch nicht. Aber nachher brauchen wir irgendwie mal... stärkere Waffen. Für die Igel. Da gehe ich nicht mit der Pistole rein. Ja, ist ja schon gut jetzt. Meine Güte. Der Angriff ist so weird, oder? Ich verstehe nicht mal genau, was der eigentlich darstellen soll. Warum tut das überhaupt weh, frage ich mich. Hä? Okay. Pfeile, die waren aber auch sehr unscheinbar. Ich hätte die fast übersehen. Derek Simmons aus Teil 6 war ein Abklatsch von Irving aus dem 5. Teil, finde ich. Von Irving aus dem 5. Teil. Inwiefern Abklatsch? Die wollen ja einfach nur über den Kopf streicheln, haben aber kein Feingefühl dabei. Wahrscheinlich, ja. Das kann schon sein. Die Us sind ja eigentlich die männliche Form, weil sie als Mann geboren wurden. DNA-technisch. Wer weiß. Der will mich rügen, weil mir auf den Kopf klatscht. Aber das sieht wirklich eher so... Ne, das sieht so ein bisschen nach sehr ungelenkem Streicheln aus, was die machen. Hoffentlich ist Resident Evil 9 keine Enttäuschung. Hoffentlich geht Capcom zurück auf die Wurzeln. Vielleicht in Raccoon City oder in der Open World. Wer weiß, was kommt. Ja, das weiß aktuell wirklich niemand. Ne, das ist die große Frage. Ich glaube nicht, dass Capcom mit den Hauptteilen zurück nach Raccoon City geht. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
Aber Open World ist auch sowas, das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf immer, weil im Grunde hatte ja schon Village so eine semi-offene Welt, ne, mit den vier Strängen vom Hauptplatz aus, zu dem er immer wieder zurückkommt und mit den optionalen Rätseln und optionalen Gebieten und optionalen Schätzen und so weiter. So semi-offene Welt, da hat so ein paar, ne, könnte man schon, Also da sieht man Ansätze. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber müsste ich hier nicht durchs Fenster gucken und dann das Bild sehen? Nee, warte mal, das ist über irgendeine Kamera, ne? Ja, es ist auch schon wieder länger her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß nicht mehr auswendig. Ah, okay, dann gehen wir wieder. Vielleicht muss ich erst den Alarm deaktivieren und dann nochmal herkommen. Kann das sein? Kann sein. Ich weiß es nicht. The Switch is broken. Das ist schlecht. Wir haben mal eine Switch zum Reparieren eingeschickt. Und das war sauteuer. Hätten wir uns auch eine neue Switch kaufen können, ohne Witz. Das war wirklich gerade, da gab es die Switch OLED schon, aber die war gerade ausverkauft. Und wenn es die gegeben hätte, hätte ich tatsächlich eher nochmal eine Switch OLED gekauft, eine neue. Aber, naja, wie gesagt, waren vergriffen, dann ist halt doof. Aber verdammt, ich kann euch den Preis nicht mehr genau sagen, weil ich es ehrlich nicht mehr weiß, aber viel zu teuer. Hey Dreadlegs, was geht? Ehrlich gesagt nicht viel. Ehrlich gesagt nicht viel. Wir haben so ein bisschen Rätsel gelöst, aber nichts Besonderes. Alles gut soweit. Ich verstehe nicht, warum dieser Flur vom Aufzug so hellblau ist. Was bedeutet denn diese hellblaue Färbung eigentlich? Das verstehe ich gerade gar nicht. Moment mal, aber waren wir hier schon mal nochmal unten? Vielleicht sollte ich eh nochmal schnell da reingucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir da schon waren. Ich glaube, dass der neunte Teil sehr gut sein wird, laut Leaker. Mhm. Ja, ich wäre immer sehr vorsichtig mit Leaks. Also da würde ich nicht so zu viel draufsetzen. Wäre ich immer sehr skeptisch. Chemikalien, um Waffen in Stand zu halten. Handgun Parts, aber die funktionieren nicht für die Waffe, die wir haben. Aber die Granaten, die nehmen wir mit. Open World muss nicht sein. Macht ja immer jeder momentan. Ich glaube auch nicht, also ich glaube jetzt auch nicht, dass Resident Evil irgendwie voll Open World gehen wird, wie jetzt ein State of Decay zum Beispiel oder irgendwie sowas. Das glaube ich eher weniger. Was ich mir aber vorstellen könnte eventuell, wäre eher sowas in der Richtung von, ich habe gerade überhaupt keinen Orientierungssinn. Da müssen wir in die Tür, oder? Genau. Ah. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel dafür ein, aber eher wirklich so eine Weiterentwicklung von Village. So dieses Prinzip von, man hat seine Basis und von da aus kann man sich dann relativ frei in verschiedene Stränge bewegen, die aber schon wiederum relativ linear sind für sich. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen, aber das ist wirklich nur komplett ins Blaue hineingeraten. Also, na, keine Ahnung, das ist nur so ein Gefühl von, so könnte sich die Village-Formel weiterentwickeln, so, ne? Aber das muss überhaupt nichts bedeuten. Bin ja auch kein Fan von Open World, da verlaufe ich mich zu leicht. Ich finde, es kommt immer drauf an, es gibt schon auch sehr coole Open Worlds. Ich finde es immer schade, wenn eine Open World nur der Weg von A nach B ist, ne? Wenn eigentlich das Interessante nur an den Punkten stattfindet und nicht in der Welt. Also wenn die Welt selber nicht das Interessante ist, sondern nur die einzelnen Highlights in der Welt. Das ist dann immer so eine verschwendete Open World. Wenn die halt so ein Vergnügungspark ist. Weil dann denke ich mir immer, hey, dann lass die Open World. Dann gebt mir eine Schnellreise zu den einzelnen Punkten. Das reicht vollkommen. Da brauchen wir nicht unbedingt
Ja, legen wir die Karte ab. Da brauchen wir keine Open World, weil die wird dann nur sehr schnell nervig und man benutzt sowieso nur die Schnellreisefunktion. Aber wenn es Spiele hinkriegen, dass die Open World interessant bleibt und wirklich ein wichtiger Teil des Spiels ist und dass die Durchquerung der offenen Welt vielleicht schwierig ist besonders oder besonders interessant ist oder einem vor interessante Möglichkeiten oder Probleme steckt, dann finde ich es großartig. Kann kaum eine bessere machen als The Witcher 3. Die von Witcher 3 fand ich persönlich gar nicht so gut. Ich fand die atmosphärisch cool, aber inhaltlich würde ich eben genau das kritisieren, dass da eigentlich gar nicht so viel los war in der offenen Welt. Da bin ich gar nicht so der größte Fan davon. Aber das kommt halt auch drauf an, wie, was man an einer Open World schätzt. Und was einem wichtig ist an einer Open World. Pian 10 ist jetzt ein Bird Rider. Piansen? Dankeschön für deinen Sub. Das ist super nett von dir. Freut mich riesig. Lass mich mal schnell gucken. Ich muss schnell die Nummer auf meinem Spickzettel hier schreiben, damit ich es nicht vergesse. Das ist Code Veronica. 1126. Ich kann mir vierstellige Zahlen, also nicht nur vierstellige, auch Telefonnummern, auch längere Zahlen, aber so Zahlenkombinationen kann ich mir null merken, kann sich mein Hirn null merken. Ich habe meinen PIN immer verschlüsselt natürlich mit dabei von meiner Karte, weil ich kann es mir nicht merken, es ist unmöglich, kannst du komplett vergessen. Komplett unmöglich für mich. Ich glaube aber, das ist auch so ein ADHS-Ding, ne? Ich glaube, das ist irgendwie so ein ADHS-Symptom auch einfach. Das ist quasi relativ normal. So, der nächste bitte. Bam. Ich hoffe, ich habe lange genug Munition gespart, dass ich mir leisten kann, die jetzt so rauszuhauen. Aber ich hab ein gutes Gefühl. Ich glaube, das passt. Da müssen wir nicht mit dem Aufzug hin. Dann gehen wir... Genau, dann haben wir jetzt einmal die Rundfahrt gemacht. Großartig, das war gut. Let's go. Ich mag Open World sehr. Sie muss lebendig und gefüllt sein. Okay. Ja, ich mag eben wirklich, keine Ahnung, wenn die Welt mir Gameplay irgendwie bietet, ich kann es gerade auch ganz schwer in Worte fassen, wenn die Welt mir einen Grund gibt, warum ich mich durch die Welt durchbewegen soll, wenn ihr versteht, was ich meine. An einen anderen als Atmosphäre oder einfach nur Feeling oder sowas. So wie in Zelda Breath of the Wild oder auch in Death Stranding. Das sind für mich großartige offene Welten. Open World funktioniert bei RPGs ziemlich gut. Gerade auch bei Vampire Dawn, wo man als Fledermaus über die ganze Weltkarte fliegen kann. Ja, das klingt auch auf jeden Fall cool. Nach den ganzen Resi Lawcore-Videos ist das ein Muss. Was? Jansen. Ach so, das Sub meinst du. Ja, danke schön dafür nochmal. Hi, Pian. Was meinst du, wie wird Resident Evil 9 heißen? Ich glaube schon, dass es Apocalypse oder vielleicht Resident Evil Crossover. Apocalypse ist ja, findet man ja bei ganz vielen angeblichen Leaks immer als möglichen Namen, was natürlich schön passt wegen dem Moment, wo setzen die da immer das 9 rein? Nee, warte mal.
Na, egal. Aber auf jeden Fall wird das ja oft gehandelt. Aber auch da würde ich überhaupt noch nichts drauf geben, ehrlich gesagt, als Namen. Ich glaube, es heißt Twix. Ich glaube, es heißt Twix. Und es wird darum gehen, dass alle Zombies plötzlich nur noch im Doppelpack verfügbar sind. Umbrella ändert quasi die firmeninternen Regeln und man darf Biowaffen nur noch im Zweiergespann kaufen. Und deswegen heißt es dann Resident Evil Twix. Und dann können die IX machen und haben die 9 drin. Und das da ist natürlich voll Werbung im Spiel. Logisch. Oh Gott. Don Marcello ist jetzt ein Bird-Rider. Don Marcello, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sat. Das ist super nett von dir. Freut mich riesig. Bei Y machen die leicht zum X. Ah ja, okay, alles klar. Da, aber keine Ahnung, ne? Aktuell kann man da wirklich nur raten. Ich würde da auch nichts auf irgendwelche Leaks geben. Aktuell ist, finde ich, mein Resident Evil Twix genauso realistisch. Oder, nee, nicht genauso realistisch, aber genauso wahrscheinlich oder genauso albern eigentlich wie ein Apocalypse. Vor allem gibt es ja schon den Film Resident Evil Apocalypse, ne? Ich glaube, das ist rein marketingstrategisch auch gar nicht so klug, weil wenn dann Leute Resident Evil Apocalypse googeln, weil sie was über das Spiel rausfinden wollen, weil sie den Trailer sehen wollen, landen sie vielleicht beim Film. Und ich glaube, das will man vermeiden. Deswegen halte ich das auch für unwahrscheinlich. Oh, hier ist eine Fliege. Hey, es ist Ende Dezember, Fliege. Warum lebst du? Naja, Zombie-Fliege. Kann man nichts machen. So, ich glaube. Ja, genau. Passt. Let's go. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht eigentlich? Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ah, ja. Jetzt nehmen wir den Code, den wir gerade gefunden haben, und gehen in den nervigen Egelraum. Ah, gut, dass da oben das gelbe Viereck blinkt. Ich habe nämlich komplett vergessen, dass ich da hinten letztes Mal volles Inventar hatte und konnte das nicht mehr mitnehmen. Stimmt. Okay, alles klar. Dann los geht's. What? Eichenbaumhirte ist jetzt ein Birdrider. Vielen, vielen Dank, Piansen, für die 5... Subgifts. Giftsubs. Wie auch immer. Dankeschön dafür. Ist jetzt ein mega nett von dir. Mega cool. Freut mich riesig. Dankeschön. Hör auch, angeblich soll es Phoenix heißen. Ah, GD2K ist jetzt ein Bird-Rider. Wäre auch ein guter Name. Irgendwann müssen sie aufhören mit diesem Zahl römisch im Namen drin, ne? Fechtex ist jetzt ein Birdrider. Haben Sie, wie oft haben, das haben Sie gar nicht so oft gemacht eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass die das einfach fallen lassen, ehrlich gesagt. Haven-Alex ist jetzt ein Birdrider. Bei Resident Evil 6 haben Sie ja diese ganz weirde Blowjob-Giraffe gemacht. Das ist ein bisschen sehr weirdes Design. kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr ansehen. Resident Evil 6 Logo. Ich kann es nicht mehr anders sehen. Es ist total albern. Es ist total Panne. Aber ich zeig's euch mal schnell. Wartet mal. Danke nochmal für die Subgifts, Piansen. Das ist wirklich super nett von dir. Wartet mal. Ich brauche mal schnell die Screen-Übertragung. Okay, Achtung. Guckt euch das mal an. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das hier ist eine aufrecht stehende humanoide Giraffe mit lustigen Comic-Schuhen. Und das hier ist eine gebeugte Person, die eine Aktion an der Giraffe vollführt. Na? Und wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es nicht mehr ansehen. Das Logo ist wirklich ein bisschen interessant entgleist, finde ich. Das ist so ein bisschen wie das Mario Galaxy Logo.
Das Mario Galaxy Logo ist auch interessant, weil hier, seht ihr das bei euch? Ich glaube, es ist groß genug. Nur bei manchen Buchstaben ist so ein Sternchen, ne? Seht ihr das? Ab und zu. Und wenn man nur die Buchstaben mit Sternchen liest, dann ergibt es U, R, genau, hier unten beim R, U, R, da, genau, so, jetzt passt auf, es ist so klein, ich habe es nicht gesehen, U, R, bei dem R, Mr. in der zweiten Zeile, Gay, you are Mr. Gay. Okay, das sind irgendwie interessante Logo-Designs. Also, weiter geht's. Screen aus. Genug davon. Genau, die haben ja nur bei 7 und 8 das mit den römischen Zahlen gemacht. Ist natürlich ein netter Kniff, aber ich würde jetzt nicht drauf wetten, dass die das bei 9 fortführen. Glaube ich so. Ich traue mich nicht wirklich um irgendwas wetten. Aber ich sage voraus, dass die das ablegen mit den römischen Zahlen. Ich glaube, das machen die nicht mehr ab dem 9. Teil. Ich glaube, das ist vorbei. Das limitiert die. Mario Galaxy kannte ich nicht. Giraffe soll aber wahrscheinlich eher wie ein Virus aussehen, denke ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Monsterverwandlungen in Resident Evil 6, wenn die sich so verpuppen in die Kokons, die... Hündchen, was machst du? Die sehen ja immer sehr schleimig und eklig aus. Und damit habe ich das immer in Verbindung gebracht. Und deswegen diese komischen... sieht einfach schleimig aus, ne? Diese komische, schleimige Grafik. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie eine Blowjob-Giraffe. Was soll man machen? das glaube ich nicht, dass bei Resident Evil 9 einer der Helden sterben soll. Ja, das habe ich auch schon öfter gelesen aus gewissen Leaks. Claire, Chris, Jill, Ada, Rebecca und Leon in der... Also ich glaube auch nicht, dass die ihre Figuren killen. Auch wenn die natürlich jetzt mittlerweile schon ziemlich alt werden, das muss man sagen. Aber ich schätze Capcom eher so ein, dass die halt einfach ihre Lizenz und ihre Figuren so lange vermarkten, wie es nur irgendwie möglich ist. Und wenn sie sich einfallen lassen müssen, dass Jill halt jetzt nicht mehr altert wegen irgendeinem Virus, dann machen sie das. Hauptsache, die können immer weiter ihre Lizenz vermarkten und immer weiter Geld verdienen. Und deswegen glaube ich bei Capcom nicht, dass die irgendwie irgendwelche wirklich wichtigen Hauptfiguren einfach killen würden. Weil man kann die ja irgendwie noch zweit, dritt und viert verwerten zur Not. Ne? Deswegen, aus dem einfachen Grund. Okay, wir haben einen Schlüssel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, für was der Schlüssel jetzt schon wieder ist. Ah, kann sein, dass der oben fürs Anwesen ist, ne? Oder so. Nee, sieht nicht wie ein Anwesen. The word storage. Naja, keine Ahnung. Werden wir schon rausfinden. Auf jeden Fall haben wir ihn. Lieber haben und nicht brauchen. Und so weiter. Da gab es ja schon in Resident Evil Village Gerüchte drüber, dass Chris sterben soll. Hat auch nicht so ganz gestimmt. Oh, wartet mal kurz. Ich sehe gerade, dass ich einen Fehler begangen habe in meinem Bildschirmsetting, damit ich euch alle noch sehen kann. Das Jungbrunnenvirus, genau. Vielleicht gibt es irgendwann ein Resi-Teil im Altersheim, wo dann Leon, Chris und so weiter als Rentner nochmal gegen Zombie... Hey, das fände ich sogar mega lustig. Das wäre sogar richtig gut. Stell dir mal vor, irgendwie ein paar Resident Evil Hauptfiguren sind gemeinsam im Altersheim und dann bricht da einfach der klassische T-Virus aus. Und das Altersheim wurde zufälligerweise von Trevor
designt. Mit ganz vielen Fallen und Quirks und Geheimgängen. Und außerdem wurden im Keller Experimente halt an den alten Leuten gemacht von irgendeiner bösen Firma. Aber davon wussten Chris und Leon überhaupt nichts. Und dann müssen sie ein letztes Mal... Was ist denn mit dem Spind? Habe ich den schon gelootet anscheinend? Naja, und dann müssen sie ein letztes Mal in den Kampf gegen Biowaffen treten. Und dann sagen sie so Sachen wie, ich bin zu alt für den Scheiß. Fühle ich komplett. Würde ich großartig finden. Das Altersheim steht auf dem Ground Zero von Raccoon City. Ja, genau. Quasi wie Rambo 5. Kennt ihr Baba Hotep? Das ist ein mega weirder, lustiger Film. Da geht es darum, dass Elvis in Wirklichkeit nicht gestorben ist, sondern in einem Altersheim sitzt mittlerweile. Und keiner glaubt ihm, dass er Elvis ist. Alle halten ihn für verrückt. Und er trifft da andere Leute, wie zum Beispiel einen alten Kerl, der behauptet, dass er John F. Kennedy ist, aber das wahrscheinlich nicht ist. Aber wer weiß, wer weiß. Und letztendlich geht es dann darum, dass eine Mumie, Baba Hotep, wieder auferstanden ist und in dem Altersheim, in dem Elvis und John F. Kennedy sitzen, zufällig anfängt, den alten Leuten die Energie auszusaugen, weil die Mumie braucht Lebensenergie, aber sie ist aktuell schwach, weil sie gerade erst aus ihrem tausendjährigen Schlaf erwacht ist, viele tausend Jahre, und jetzt muss sie erstmal die Schwachen angreifen und denen das Leben aussaugen, bis sie stark genug ist, um andere Menschen zu attackieren und letztendlich die Welt zu erobern. Und dann müssen Elvis und Kennedy und noch ein paar andere alte Leute im Altersheim gegen die Mumie kämpfen, weil keiner glaubt ihnen. So in etwa. Und da kommt Vin Diesel und sagt, hilft Jill, Claire, Leon und Co. und sagt Familie. Ja, so wird es sein. Man kann ja auch in der Timeline zurückspringen. Das könnte man machen. Die Resident Evil Teile haben bis jetzt tatsächlich immer so ziemlich in Echtzeit gespielt. Also immer so ungefähr in ihrem Release-Jahr. Das wäre tatsächlich mal was anderes, wenn die wieder in die Vergangenheit gehen würden. Aber warum nicht? Kann man auf jeden Fall machen. Man könnte super gut zu einigen Figuren noch so ergänzende Spiele machen. Was haben sie in der Zeit gemacht, während, ne? Keine Ahnung. Was hat zum Beispiel Barry die ganze Zeit getrieben? So zwischen Revelations 2 und dem ersten Teil. Was hat Chris zwischen dem ersten Teil und Code Veronica gemacht? Das sind lauter Sachen, da könnte man Spiele draus machen, wenn man wollte. Kennst du den Film Superwise, Superhelden im Altersheim? Nee, der sagt mir nichts. Den kenne ich nicht. Der Resident Evil Bausimulator Trevor Edition. Auch gut. Das ist so ein bisschen so eine Mischung dann aus Die Sims und Crazy Machines oder sowas. Wenn man will, dass sich eine Tür öffnet, muss man einen möglichst komplexen Mechanismus bauen. Und je komplexer und bescheuerter der ist, desto mehr Punkte kriegt man am Ende oder sowas. Hat es sich eigentlich aufgeklärt, wer beim letzten Resi gezeigt wird, als die Tochter zum Schluss vom Friedhof wegfuhr? Nee, meine Theorie ist, dass die da einfach nur einen Cliffhanger einbauen wollten. Ich glaube, die haben Ethans Modell da nur hingestellt als Platzhalter und wollten da noch irgendwas Mysteriöses. Aber ne, dann ist ja, wie wir wissen, Peter Fabiano von Capcom weggegangen, der bei Resident Evil 7 und vor allem 8 eine leitende Position hatte. Und dann wurde ja die Ethan, also die Winter Saga, relativ schnell mit dem Rose DLC abgefertigt. Und es gab ja, ich weiß nicht, ob das offizielle Information war, aber es war naheliegend, dass tatsächlich die Ethan, also die Winter Saga, eine Trilogie wird. Aber das ist ja offensichtlich nicht mehr der Fall. Ich glaube, dass mit Peter Fabiano quasi auch dieser ganze Storystrang einfach Capcom verlassen hat im Grunde. Okay, eins, zwei, und dann nehme ich noch die 6.
Er ist schon tot. Dann nehmen wir mal das Bild. What could possibly go wrong? Oh-oh! Claire, warum gucken wir dem Tier nicht einfach zu, wie es langsam wegkriecht und in irgendeinen Gulli rein? Das ist doch eine gute Idee. Ich hoffe, wir sterben hier nicht. Ich habe da immer ein bisschen Probleme an der Stelle mit den Dingern. Muss man die überhaupt töten? Ich hoffe es, sonst war das gerade voll die Verschwendung von allem. Ich denke schon. Claire, keine Zeit, um an irgendwelchen Tischen und Schreibtischen und Ecken hängen zu bleiben. Let's go! Geschafft. Okay. Dann sind wir hier auch fertig. Jetzt muss ich mich nur noch mal erinnern, wo gleich noch mal der Raum mit dem Gemälde war. Wo war denn der? War der überhaupt? Wo war der? Der war im Palast wahrscheinlich, ne? Der Alarm ist gerade sehr schön beruhigend. Hä? Nee, also Prison sind wir durch. Die Iron Bridge können wir jetzt auch sparen. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo der war. Wir finden das schon. Auf jeden Fall nicht hier. Ich glaube, ich gehe jetzt. Gehen wir einfach mal. Gehen wir mal irgendwo speichern. Tschüss. Was ist eigentlich mit Jack Mueller, der Sohn von Albert Wesker? Ja, einer von vielen Storysträngen, die vermutlich nie wieder aufgegriffen werden, sage ich mal. Genau, Natalia aus Revelations, die jetzt bei Barry wohnt. Barry zieht jetzt quasi gerade Alex Wesker auf, irgendwie. Interessiert auch keinen mehr. Das sind lauter so Sachen, würde ich nicht ausschließen, dass wir da irgendwann mal wieder ein bisschen was davon hören, dass das vielleicht wieder von Capcom aufgegriffen wird. Aber ich habe das Gefühl, am liebsten würden die das einfach komplett ignorieren. Who are you? Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother. Wesker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Oh, how your brother will weep to see you die. Warum Wesker ausgerechnet Chris so hasst und nicht Jill? What is it? Stay there. I'm coming. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Kollege schaut neulich zum ersten Resident Evil mit Mila Jovovich und fragte, in welchem Teil das spielt. Musste lachen und sagte, die kommt erst im 10. Erst in 10 Spiel mit den Avengers.
Ja. Ich meine, theoretisch, glaube ich, kann man sagen, dass der erste Resident Evil Teil lose auf dem Original Resident Evil basiert. Sehr lose. Sehr, sehr lose. Aber ja. So, ich hätte gesagt, das Gemälde muss irgendwo hier hin, oder? Ich bin gerade nur zu doof und find's nicht, aber ich dachte... Aber ist okay, warte, dann gehen wir, dann mache ich jetzt erstmal das Klavierrätsel, ist auch okay. Kann mich gerade nicht mehr erinnern, wo das blöde Bild hin muss. Der Raum müsste leicht zu finden sein, weil da steht eine Schreibmaschine drin. Und sonst nix. Es gibt nicht so viele Räume nur mit Schreibmaschinen und ohne Kiste. Aber gerade habe ich es überhaupt nicht gecheckt, ey. Und für was ist der Schlüssel eigentlich? Ich bin schon langsam überfordert mich das Spiel hier. dass er Chris so sehr hasst, Wesker, ne, würde ja dafür sprechen, dass tatsächlich die Ereignisse aus Chris' Kampagne aus dem ersten Resident Evil stattgefunden haben. Weil warum sollte er Chris sonst so hassen, wenn Jill alles gemacht hat? Aber es gibt eben auch sehr viele Details, die dafür sprechen, dass Jills Kampagne die echte Kampagne sein muss. Und tatsächlich kann man nur sagen, dass einige Ereignisse aus beiden Kampagnen irgendwie parallel passiert sein müssen. Schon allein, weil wir wissen, dass Jill, Chris, Barry und Rebecca überlebt haben. Ein Ende, das man im ersten Teil überhaupt nicht kriegen kann, egal wie man spielt. Blaue Ameisenkönig. So, damit könnten wir jetzt auf jeden Fall wieder hoch ins Schloss, ne? Ist doch klar, woher der Hass kommt. Chris hat Wesker eiskalt ausgelacht, als er im Stolz seinen Tyrant präsentiert hat. Das hat sein Herz gebrochen. Genau, eben. Das meine ich ja. Aber dann müsste ja Chris' Kampagne quasi Kanon sein. Why are you laughing, Chris? Das ist wirklich so eine gute Szene. Huh? Why are you laughing? Er ist so richtig beleidigt in der Szene. Er kann es gar nicht glauben. Oder stop laughing oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut. Ganz verwundert und verletzt, der Arme. Kann es gar nicht fassen, dass jemand seine tolle, ultimative Lebensform Biowaffe auslacht, einfach so. Ist auch gemein von Chris. Der ist so stolz drauf, Wesker. Ah, der Arme. Hallo, viel zu alt für. Wie geht's? Genau, heute ist quasi der Ersatzstream für den verschobenen Dienstagstream. Deswegen ist die Woche alles durcheinander. Ja, dann gehen wir in den Palast hoch, I guess. Also in die Private Residence. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz in Ruhe mir die Karte nochmal angucken, weil ich gerade echt nicht mehr auf die Reihe kriege, wo das blöde Bild hingehört. Aha, da gehört's hin. Ich gehe nochmal zurück in die Military Training Facility. Wir müssen nochmal zum Aufzug. Da gehen wir am besten hinten rein einfach. Ah nee, müssen wir gar nicht. Ich gehe, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, let's go. Habe ich Schreibmaschinenpapier wieder weggeräumt? Ja, die anderen Schlüsselitems nehmen wir ruhig mit. So viel, glaube ich, müssen wir nicht aufheben. Bin ich eigentlich der Einzige, der damals Arnold Schwarzenegger als Wecker gerne gesehen hätte? Als Wecker? Ach, als Wesker wahrscheinlich. Wobei Til Schweiger wäre auch ein Witz. Arnold Schwarzenegger sehe ich gar nicht als Wesker, nee. Aber mir würde auch gerade niemand einfallen, wo ich sagen würde, das ist definitiv ein Wesker. Stop laughing, Chris! This is my ultimate weapon! Ah! I will kill you! Hm.
Als Wecker wäre auch gut. Schwarzenegger, als Wecker wäre wirklich gut. Das stimmt. Wake up! You have to go to work now! Drink some coffee, it makes you strong. Ihr könnt einem halt einfach so, weißt du, an die Schulter packen und aus dem Bett heben und schütteln. Wake up now! Wäre ein guter Wecker. Also ja, als Wecker sehe ich Arnold Schwarzenegger definitiv. Finde ich gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo sind wir jetzt zur Hölle? Wo bin ich hingelaufen? Ich bin schon richtig, alles gut. Jetzt will ich ein Synchro von dir als Arnold. Na komm. Ich finde auf Instagram die Videos von dem so großartig, wie er immer in seiner Küche steht und mit seinem Esel und seinem Pony Karotten isst. Der ist schon einfach ein sehr sympathischer Mensch, irgendwie Arnold Schwarzenegger. Er ist einfach so ein bisschen weird und wacky. Ich mag den. Welcher Teil ist deiner Meinung nach der beste Resident Evil Teil? Für mich ist es immer noch der Original Resident Evil 4. Das Original Resident Evil 4 ist schon immer noch mein absoluter Lieblingsteil. Und dann kann ich mich tatsächlich aktuell nicht entscheiden zwischen dem Original 2. oder vielleicht dem Remake vom 4. sogar schon. Da muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Das Remake vom 4. ist noch so aktuell, das kann ich noch nicht so, weißt du, so realistisch betrachten irgendwie. Muss ich noch ein bisschen abwarten. Das ist noch zu neu, da ist die Begeisterung noch so aktuell, so real. Der goldene Schlüssel. Okay, damit können wir nochmal wieder zurück zur, ja, okay. A Memorial Plate. Da steht was auf der Gedenktafel. Gewidmet der Trainingseinrichtung, der Fertigstellung der Trainingseinrichtung. Verzeihung, 8. Dezember, Alfred Ashford. Au, da haue ich mir die Hand gleich mal ordentlich an. Aha. Locken wir das Pick, picken wir das Lock oder so und nehmen noch ein nutzloses Halsspray mit. Dankeschön. Gut, okay. Na gut, und dann wieder zurück. In einem der Resident Evil Filme gab es auf jeden Fall einen guten Wesker, auch mit passender Synchronstimme. Weiß nur gerade den Namen nicht mehr. Der auf dem Schiff, wo er Alice fressen wollte. Oh, die habe ich. Ich habe die ehrlich gesagt alle nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung. Die Filme, da bin ich komplett raus. Und warum sehen wir dich nie mit deinen Katzen in der Küche stehen, Karotten essen? Ha, auch wieder wahr. Ich könnte zumindest mit, ich weiß nicht, ja, ist immer, das sind unsere Katzen speziell, mit Linky könnte ich Nachos essen, der liebt Nachos, der kriegt natürlich nicht wirklich Nachos, weil das wahrscheinlich nicht sehr gesund, aber ab und zu gebe ich ihm so kleine Brötel, die er ablecken darf, ein bisschen. Aber ansonsten sind unsere Katzen relativ speziell, was Essen angeht. Ich glaube, Karotten habe ich keine Chance. Aber hey, vielleicht, ne, wir wollten schon lange Hunde haben. Hunde mampfen auch Gemüse ohne Probleme. Da können wir da mal gucken. Ich muss direkt wieder an Resident Evil 1 denken, wo beim Dietrich immer angezeigt wurde, sie haben das gerade benutzt. Dumm, dumm Geschosse. Hä? Ist das ein Bug? Das kenne ich gar nicht. Wie sich der Wurm einfach mal wie ein Dino anhört, das stimmt. Der klingt schon ziemlich weird. Das ist, glaube ich, gar kein Wurm, das ist ein T-Rex ohne Beine. So einfach ist das. Meiner bleibt immer Resident Evil 3. Bei mir immer noch 4 oder Resident Evil 2. Na, geht mir auch so.
Also es ist tatsächlich für mich schwer. Ich würde sagen, Resident Evil... Ja, es sind so viele gute Teile, ne? Resident Evil 4, Resident Evil 2, Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 4 Remake, Code Veronica. Alles wirklich so total Spitzenklasse-Spiele. Fällt mir echt schwer, die zu ranken. Finde ich alle ganz großartig. Aber 4, der Original 4, hat für mich die Nase schon vorn. Tada! Rätselraum, weinender Engel. Okay, eine Nachricht an den neuen Familienmeister. Hier muss ich mal mitschreiben, damit wir die Reihenfolge der Bilder richtig hinkriegen. Muss mich ganz kurz konzentrieren. Nie sagt wer Resident Evil 6. Es gibt ja viele Leute, die Resident Evil 6 durchaus mögen und denen das Spaß macht. Das seien gegönnt, aber tatsächlich... Wird es wahrscheinlich nur sehr wenig Leute geben, die sagen, der sechste Teil ist ihr absoluter Lieblingsteil, oder? Schon eher nicht. Okay, okay, Favorite Game Survivor 2. oder Gaiden, das ist auch eine gute Wahl. Code Veronica, dann Resident Evil 2, 2 Remake, Resident Evil Original, Resident Evil HD und Resident Evil 4 Remake. Ja, es gibt, also Resident Evil hat eine unglaublich gute Durchschnittsqualität, was Spiele angeht, das muss man schon sagen. Dead Space gab es erst auch ein Remake. Ja, das ist auch gut. Ich finde das Resident Evil 4 Remake sehr viel besser, weil das versucht so ein bisschen, das wirklich ein bisschen neu zu interpretieren und dadurch kann man das Original sowie das Remake als alleinstehende Spiele sehr gut spielen und beide sind genial, während das Remake von Dead Space 1 sich relativ nah ans Original hält, ein paar Sachen vielleicht nicht ganz so gut macht wie das Original, dafür andere echt gut verbessert. Aber ist auch sehr gut. So, Alfred, congratulations. Ich mach mal. Herr Alfred, Gratulationen zu Ihrer Nachfolge als Meister der Ashford-Familie. Hiermit präsentiere ich in einer Erden... In irgendeiner Vase, ich habe keine Ahnung, was da steht, wie es die Ashford-Familientradition verlangt. Wie Sie womöglich bereits wissen, begann diese Tradition als ein Butler eine goldene Teetasse als Zeremonialobjekt an Veronica überreicht hat, die Gründerin der Ashford-Familie. Ihre Intelligenz und Schönheit ist legendär. Warte kurz, goldene Tasse Veronica. Gut. Der zweite und dritte Master, Stanley und sein Sohn Thomas, wurden auch mit ähnlichen Teetassen präsentiert, geschenkt, beschenkt, das ist gut. Es war ihre Hoffnung, ähnliche Größe zu erreichen, wie es Veronica vor ihnen getan hat. Okay. Stanley und Sohn Thomas... Die Lokomotive, ähnliche Tassen. Das klingt ein bisschen geisterhaft, oder? Die Position des Familienmeisters wurde dann auf Sir Thomas und seinen Zwillingsbruder Sir Arthur übertragen. Wenn die Uhr eins schlägt. Verzeihung. Und dann ist es auf Sir Edward, ihren Großvater, übergegangen. Das war, wenn die Ashford-Familie ihr goldenes Zeitalter genoss. Okay, wartet mal schnell. Sir Thomas war der. Dann ging es von Sir Thomas auf seinen Zwillingsbruder. Edward, die Namen müsste ich überhaupt nicht aufschreiben, die helfen mir überhaupt nichts, aber ist egal. Und das war das goldene Zeitalter.
So, und einer fehlt, glaube ich, noch, dann haben wir es. Und es war auch Sir Edward, der die große Chemieindustrie-Giganten-Firma Umbrella mitgegründet hat. Das ist noch wichtig, glaube ich. Umbrella. Wie dem auch sei, als Sir Edward gestorben ist, hat ihr Vater, Sir Alexander, die Position übernommen der glorreichen Ashford-Familie und das Ansehen der Familie begann leider zu sinken. Ich hoffe aufrichtig, dass die Ashford-Familie ihre Glorreichigkeit wieder zurückerlangen wird mit ihrer Führungsstärke. So wie die Vase ewig weiter den Pfad der Familie erhellen wird oder sowas. Gott Harmon Butler der Ashfords. Eieiei. Und jetzt die Vase kaputt. Tja, completely broken. So viel dazu. Also gut, als erstes haben wir Veronica mit der goldenen Teetasse. Das dürfte ziemlich sicher sie hier sein. Drücken wir. Dann kommt der Vater der Zwillinge Stanley. Der Vater der Zwillinge Stanley ist hier. Okay, dann kam sein Sohn Thomas. Der hatte eine ganz ähnliche Tasse. Das dürfte wahrscheinlich der hier sein. Dann kam sein rothaariger Zwillingsbruder, den haben wir vermutlich hier. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ehrlich gesagt. Dann kam der Großvater, der Umbrella gegründet hat. Ich glaube, das ist der hier. Aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, leider. Und dann kam der Vater, der alles kaputt gemacht hat. Und dann kommt der Knirps hier. Da, 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 da. Ah, und da ist die Vase. Die ist noch gar nicht kaputt. Die Erdwarenvase oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man das übersetzt. Keine Ahnung. Die Stimme passt einfach perfekt zu unserem Brumbeer-Landsquid. Das Rätsel gab es doch auch in Resident Evil 1 schon mal. Hieß Wiege des Lebens oder so. Es ist nicht unähnlich, ja, aber ein bisschen anders. Und ohne Krähen, genau. Hey, das hat Railgun. Resi 4. Acht war eine Mischung aus 4 und 7. Ja, total. Das stimmt. Es war leider halt ein bisschen schlechter als 4. Und ein bisschen schlechter als 7. Also es war in dem, was Resident Evil 4 richtig gut macht, nämlich Gameplay und Waffenentwicklungsprogression und optional erkunden, war Village nicht ganz so gut wie 4. Und in dem, was 7 sehr gut gemacht hat, nämlich Atmosphäre und Grusel, war Village nicht so gut wie 7. Es hat sich schon guter Elemente aus beiden Spielen bedient, aber war halt in beidem eigentlich nicht so gut wie die beiden Vorgänger, wenn man so. Versteht ihr, was ich meine? Die beiden Vorlagen. Okay, wir haben das Queen-Objekt. Nice. Aber der Weg von der Wiege zum Grab im ersten Resident Evil war ja so von wegen, okay, jetzt klicke ich auf den Säugling und dann klicke ich auf das Kleinkind und dann auf den jungen Mann, bis dann irgendwann der Grabstein kommt oder sowas in der Art, ne? Und in, hier ging es ja um eine Familienchronik. So ein bisschen vom Prinzip her schon ähnlich, ja. Ich sehe es. Okay, Geheimer Gang ins Schloss war ich. Ah ja, hinter der, genau. Ich weiß schon wieder.
Musst du nur kurz überlegen. Hast du schon Resident Evil 2 Remake mit dem Randomizer-Mod gezockt? Nö, aber Randomizer-Mods finde ich tatsächlich immer interessant. Das ist schon cool. Die machen so Spiele schon noch mal interessanter. Earthware heißt einfach Steingut. Die Steingutvase? Das klingt voll komisch. Wir haben ganz schön viel Pfeile. Finde ich. Soll ich speichern? Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal hoch zur Villa und lösen da das Rätsel und dann. Wenn wir dann wieder da sind, dann wird gespeichert, würde ich sagen. Hallo, Scorpion Dragon, was geht? Schön, dass du da bist. Wieder. Jo, mach's gut, Alexander. Ciao. Viel Spaß. Oh. Das ist so eine Munitionverschwendung, aber es macht auch irgendwie Spaß. Na, manchmal muss man mal fünfe gerade sein lassen. Und einfach mal unnötig viel Kugeln in so ein paar Zombies ballern. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen erschreckt. Well played, Bandersnatch. Ich habe dich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Tschö, ihr zwei. Oh, Code Veronica Bestes neben Resident Evil 2. Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Würde ich auch so sagen. Ah, dass die sprinten können. Es ist so gemein. Warum haben die einen Turbo-Modus in Code Veronica bekommen? Das ist unnötig. Ich mag meine langsam stinky Zombies. Nein, Claire, wo zielst du bitte hin? Wegen mir müssen die gar nicht so schnell laufen können. Ich hätte echt für die Passage wieder unbedingt das Messer mitnehmen sollen, ne? Das wäre so viel effektiver. Naja. Let's go. Ich befürchte, wir werden schon erwartet da oben. Also was heißt effektiver? Stimmt nicht, aber ressourcensparender. Oh, sie haben gelernt, Treppen zu steigen. Jetzt kann sie nichts mehr aufhalten. Jetzt sind sie sogar mächtiger als der eine Robocop-Roboter da. Der zweibeinige. Das ist schon eine lustige Szene, wie der die Treppe runterfällt. Ich mag so Stop-Motion total gerne. Ich finde so diese alte 80er Jahre oder auch schon davor Stop-Motion Animationstechnik, die hat für mich, das ist reine Nostalgie natürlich, aber die hat für mich was total Magisches und Schönes und ich finde auch so Stop-Motion-Monster wirken creepy, weil sie sich so unnatürlich bewegen irgendwie mit dieser niedrigen Framerate. Ich finde, das ist ein Stilmittel, das viel zu selten genutzt wird. Ich mag das total gerne. Und ich finde es umso trauriger, dass zurzeit auch so ein Trend ist, dass man durch KI irgendwie so, oh Gott, ich habe meine komplette Munition jetzt verschossen, dass KI irgendwie künstlich die Framerate von so Stop-Motion-Monstern nach oben rechnet und dann sieht es irgendwie nicht mehr so cool aus. Ich mag so Stop-Motion total gerne. Ist für mich eine total coole irgendwie Wirkung hat das auf mich. Der Zombie sah beim Sterben gerade richtig traurig aus, als hätte er sich einfach weggedreht, so nach dem Motto, ich mag nicht mehr. Habe ich leider nicht mitbekommen. Eine Platte. Ich habe jetzt einfach mal schnell in der letzten Stunde oder so über 100 Schuss Pistole verballert. Aber hey, mein Gott. Ich kann es nicht, ne? Man kann nicht essen.
Claire kann es nicht mit ins Grab nehmen. Baller raus. YOLO. Aber jetzt müssen wir echt, ich will nicht jetzt mit dem Granatenwerfer auf Zombies schießen. Man, das ist ja ein altes Sprichwort. Man soll nicht mit Granaten auf Zombies schießen. Lieber den Licker in der Hand als dem Hunter auf dem Dach. Und so weiter. Man kennt's. So. Die Sinbad-Filme, ja, die sind ein sehr krasses Beispiel, da ist schon, aber ja, genau. Aber eben auch zum Beispiel die Roboter in Robocop. Die Fliege. Ist die Fliege Stop-Motion? Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, aber kann gut sein. Das würde für mich auf jeden Fall erklären, warum ich den Film so creepy finde. Das trägt für mich sehr stark eben zum Creepy-Faktor bei, so Stop-Motion. Eine Ameise an der Wand gemalt, mit einer Art Schlüsselloch im Mund. Eine Libelle. Und wir haben ja schon genug Videos von diesen kleinen Psychopathenkindern gesehen, dass wir wissen, dass der Libelle die Flügel ausgerissen werden müssen. Tada! Und dann haben wir hier einen Knopf. Oh, drück den Knopf. Müssen wir nicht den Knopf drücken? Bin ich gerade falsch gewickelt? Ich dachte schon. Aber so funktioniert der doch noch gar nicht, oder? Muss ich mal gucken. Ja, tatsächlich. Na gut. Die Fliege war nicht Stop-Motion. Ja, war ich mir gerade gar nicht mehr... Bin ich mir auch gerade gar nicht mehr sicher. Mit Chris später raushöhlen und dann muss man den Knopf... Aha, okay. Na ja, gut. Da vermischen sich wieder die Erinnerungen. Newspaper Clip, also ein Zeitungsbericht. Hab ich? Ja, nehmen wir die Radiosprecherstimme. Achtung, Achtung, Extrablatt. 10 Jahre altes Genie-Kind ist gerade Beste ihrer Klasse geworden. Auf einer Prestige-Universität. Die internationale Cooperation Umbrella Incorporated hat ihr eine Position als führende Wissenschaftlerin angeboten. Cool. Dankeschön. Ja, wir haben wieder ein Magazinpistole, immerhin. Ja, ja, das wird Silvester auch wieder. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier, ne, wir wohnen jetzt sehr, sehr ländlich hier in Landsquidtausen. Ich bin gespannt, wie hier geböllert und geschossen wird. Aber das ist natürlich für die Katzen auch immer sehr viel Stress, ne? Wir haben da auch immer die Jalousien komplett dicht und halten uns mit den Katzen möglichst irgendwie im Flur oder irgendwo in dem Raum auf, wo nicht direkt Zugang nach draußen ist. Dann sind die relativ gechillt, ne? Da macht man noch ein bisschen Musik an, ist ja nur... Die krasse Zeit ist halt so von 12 bis 1, da muss man ein bisschen auf seine Tiere aufpassen. Und naja, so ein paar Böller zwischendurch halten die schon aus, aber ja. Zentrum von Berlin. Was meinst du, wie es hier aussieht? Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, ein Geständnisbrief. Alexia, meine Schwester. Moment mal. Der redet wirklich eher so. Alexia, meine Schwester, ist ein Genie und besitzt unvergleichbare Schönheit. Sie ist alles, sie bedeutet mir alles.
Ich würde jedes Hindernis überwinden und mein Leben für sie riskieren. Für Alexia muss ich die glorreiche Ashford-Familie wieder erwecken oder zum Leben bringen, wie auch immer, die durch die Ära meines Vaters so gescheitert ist. Zusammen werden wir unseren Familiennamen wiederherstellen. Nachdem dies geschehen ist, werde ich einen Palast bauen, wo nur die Noblen sich treffen. Ich kann den ungewaschenen Massen nicht erlauben, dich zu sehen, Alexia, der ich mein Leben gewidmet habe. Sie wird die Welt als Königin regieren und ich werde ihr Diener sein. Das ist mein Traum. Und wie süß wird dieser Traum wohl sein oder sowas. Diese Errungenschaften werden der Beweis meiner Liebe zu Alexia sein. Es ist der Sinn meiner Existenz. Alle anderen Menschen sind bedeutungslos und sie sollen prosper themselves, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich irgendwie so, ne? Die sind halt scheiße. Dann meine geliebte Alexia Alfred Ashford ist erstens total, klingt nach einer total gesunden familiären Beziehung da. Überhaupt sehe ich überhaupt kein Problem damit. Und klingt auch nach einem total gesunden Selbstbild. Und da ist alles in Ordnung bei denen. Die sind, da ist alles gut. Können wir den Schulpsychologen heimschicken? Alles wunderbar bei den Ashfords. Im Hause Ashfords, da werden noch familiäre Werte gepflegt. Ist lustig, gerade eben, kurz nachdem ich jetzt gesagt habe, ich bin gespannt, wie es bei uns ist, höre ich draußen auch schon die ersten Böller losgehen. Da sind wir schon. Code Veronica ist auch das einzige Resident Evil, was sich mit den Rätseln veräppelt. Für was sich die goldene Luga, die Chris findet. Oh, ich kann mich an den Chris-Part gerade gar nicht mehr erinnern. Das kommt wahrscheinlich, wenn wir da sind. Das weiß ich gerade überhaupt nicht mehr. Okay, was haben wir jetzt da oben eigentlich gleich nochmal gefunden? Ah, ja, ach so. Haben wir jetzt alle Medaillons fürs U-Boot? Können wir jetzt schon wegschibbern? Ich glaube fast, ne? War das nicht irgendwie, war nicht dieses komische Frauenrelief im unteren Zimmer der beiden, war das nicht irgendwie so eine Geheimtür oder kommt das auch erst mit Chris vielleicht? Ich weiß es nicht mehr, werden wir sehen. Naja. Uh-oh. Claire Redfield. Will we meet each other at last? A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. Wait! What's going on? Wie kann man so viel daneben schießen? Und dann nicht mal richtig treffen. Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Ich bin kein Waffologe. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber Scharfschützengewehre haben doch voll das krasse Kaliber, oder? Wenn man da aus nächster Nähe in den Arm geschossen wird, ist der, glaube ich, ziemlich kaputt. Noch dazu, wenn man so kleine Steve-Ärmchen hat. Aber eventuell könnte ja sein, ist es wirklich nur ein Streifschuss gewesen, ne? Eher eine Verbrennung als irgendwas anderes. Aha, Blut und eine Perücke. Ha ha ha.
Er hat den falschen Lippenstift gewählt. Er dachte, er hat den roten oben. What just happened? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been that freak. Activated. He's trying to blow us up along all with the entire facility. Come on. We got to get to that airport. Right. Right. Können wir nicht gemeinsam gehen? Kannst du nicht mit deinem unendlichen Munition die ganzen Zombies noch wegschießen? Das wäre gut. Ah! Puh. Gerade noch. Ja, dann beiß mich halt. Komm. YOLO. Wurscht. Ich spare lieber jetzt gerade ein bisschen Munition. Also, dass die hier auf der... Nee, ich wollte mich gerade beschweren, dass die auf der Terrasse respawnen, aber ist ja gar nicht so. Dann ist schon gut. Ah ja, genau, du bist ja auch noch da, ne? Ach, dammit. So, geschafft. Das Ding ist, ich habe Videos gesehen, wo Leute, die tagsüber nur ihre Erledigungen machen, gingen und belästigt wurden. Hä? Das bezieht sich gerade auf irgendein Gespräch, wo ich nicht involviert bin, oder? Okay. Alarm! So, jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt tatsächlich schon fast mit dem ersten Viertel oder so des Spiels durch. Ich weiß immer noch nicht, für was der Schlüssel ist. War ich irgendwo nicht? Ich muss mal nochmal... Bevor wir gehen, möchte ich hier nochmal ganz kurz alle Karten studieren, vorsichtshalber, ne? Ich will nichts verkommen lassen. Nichts verpassen. Okay... Nee, passt schon. Ich weiß zwar nicht genau, aber dann ist ja egal. Kriegen wir schon hin. Ey, weil ich gerade im Chat lese, dass da gerade diskutiert wird wegen die Welt wird immer schlimmer und so weiter. Ihr wisst aber, dass das nicht stimmt, ne? Das ist immer die Wahrnehmung, dass alles irgendwie schlimmer wird und alles vor die Hunde geht. Aber wenn man sich Statistiken anguckt, dann war Deutschland noch nie so sicher wie jetzt. Und dann gab es noch nie so wenig Verbrechen wie jetzt und so weiter und so fort. Also in Wirklichkeit... ist das nicht so, wie es die Medien oft suggerieren und wie man oft das Gefühl hat? Hallo, Satako, wie geht's? Bin gerade dabei zu verzweifeln. Ich möchte Fallout 3 auf Steam zocken, aber startet einfach nicht. Oh, da kann ich dir leider auch nicht helfen. Du musst mal gucken, ob es da vielleicht irgendwelche Fan-Patches gibt und ob man da irgendwie... möglicherweise, ja, guck mal in irgendwelche Foren, guck mal irgendwo, ob es irgendwelche Patches gibt, die da helfen. Steam ist da bei alten Spielen immer ein bisschen schwierig, ne, da weiß man es nie. Der kleine Schlüssel ist für Munition für die Armbrust, na, dann ist ja nicht so wichtig. Okay, dann, warum habe ich die jetzt wieder weggepackt? Ich will die mitnehmen. Dann passt das so, ne? Dann radeln wir los.
Ah, da kommt jetzt ein Part, der nervt mich ein bisschen. Ich kann mich erinnern, dass ich den noch nie mochte. Ich finde, das streckt sich ein bisschen zu lange, bis man endlich mit dem Radl losradeln kann. Mit dem Unterwasserradl, mit dem Flugradl, meine ich. Da muss man jetzt dann ewig lang irgendwie im Kreis laufen und so weiter. Claire! Claire! Nee, aber das stimmt wirklich nicht. Schau dir Kriminalstatistiken an. Ja, genau, so die Klassiker kann ich dir natürlich sagen. Kompatibilitätsmodus und sowas. Gucken, ob es vielleicht irgendwelche mit anderen Programmen Probleme gibt beim Starten und so weiter. Das sind so die Sachen. Aber ja. Ne, im Gegenteil, Leute. Die Nachrichten spielen nichts runter. Die berichten viel zu viel über... So funktioniert unser Gehirn. Menschen sind von der Evolution her so gewachsen, um zu überleben, dass wir schlechte Nachrichten sehr viel intensiver wahrnehmen, sehr viel besser speichern und die viel mehr im Gedächtnis behalten. Das ist überlebenswichtig für uns gewesen, logisch. Und deswegen wird darüber berichtet, weil es interessant für uns ist. Das sind die Informationen, die wir haben wollen. Das klickt sich gut, ne? Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir hin müssen. Ich laufe mal da lang. Immer zu jeder Zeit meinten alle, dass alles so schlimm ist wie noch nie zuvor und dass die Jugend sowieso die schlimmste Generation immer ist und so weiter. Und es war nie so. Es ist nie so. Ich gehe erstmal zum Flugzeug, glaube ich, rüber. Schon Platon hat drüber geschrieben, ne? Und alte griechische Philosophen haben Schriften verfasst, dass die Welt zugrunde geht, weil die Jugend so schlimm ist und so weiter und so fort und alles immer krimineller wird. Ich meine, weil klar, dass wir uns aktuell in Krisenzeiten befunden haben und auch befinden und dass das natürlich auch beeinflusst, wie Menschen drauf sind und dass man vielleicht ein bisschen roher miteinander umgeht oder dass viele nicht so gut damit umgehen können, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber das ist hoffentlich etwas, das man gesellschaftlich auch wieder hinkriegt. Es wäre so schön, wenn man jetzt einfach losfliegen könnte. Ich finde, dass man jetzt hier nochmal rumlaufen muss, um die Zugbrücke hochzufahren und so weiter. Das mag ich an der Stelle überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber guck, das ist genau das. Dass du sagst, die Jugend wird immer schlimmer, weil die sagen sowas wie Digger Bruder. Lass sie doch Digger Bruder sagen. Okay, gucken wir mal. Okay, ich nehme an, den Schlüssel brauchen wir jetzt gerade nicht mehr, ne? Den packe ich jetzt mal weg. Oh, ich habe keine Pistolenmunition mehr. Dann packen wir die auch mal weg. Dann nehmen wir jetzt die Armbrust mit, auch wenn die ein bisschen stinkt, finde ich. Aber gut. Hilft nichts. Die Sprengpfeile hebe ich mir aber ehrlich gesagt lieber auf. Oh, nur mit normalen Pfeilen? Ich weiß ja nicht. Eben, genau, das ist ja das, ne? Unsere Eltern haben das, die Generation vor uns hat das auch über uns gedacht, über uns Millennials. Und wir denken das jetzt teilweise vielleicht auch über die jüngste Generation mit ihrem TikTok und so. Aber das,
ist alles nicht so schlimm, wie man es immer wahrnimmt. Das ist seit am Beginn der Menschheit ist das so, dass man immer glaubt, die nachkommende Generation ist die schlimmste, die es jemals gab. Das darf man immer alles nicht zu ernst nehmen. Und deswegen, man darf sich bei sowas selber nicht vertrauen. Und auch keine Anekdoten und so weiter. Man muss sich da auf Daten verlassen, weil sonst wird man wahnsinnig. Sonst geht die Welt komplett unter, jetzt. Und jetzt will ich, jetzt lasst uns, oder, come on, Leute, lasst uns aufhören mit dem Thema. Code Veronica geht immer, das stimmt. Saturdo, hi. Schön, dass du da bist. Der blinkt so krass, ne? Man sieht so wichtig aus, aber irgendwie kann man da aktuell gar nichts machen. Na dann, let's go. Nach Gen X gab's nichts Gescheites mehr. Wer ist denn Gen X? Sind das die Millennials? Aber dann stimmt das grundsätzlich natürlich. Drin macht mich wahnsinnig. Früher war alles besser, ganz genau. Darauf können wir uns einigen, würde ich sagen. Das ist ein schönes Abschlusswort. Früher war grundsätzlich alles besser. Wie es Douglas Adams geschrieben hat, ne? Ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so inhaltlich von wegen, dass viele der Meinung sind, es war ein Fehler, jemals die Höhlen verlassen zu haben, aber wieder andere entgegnen, dass es schon ein Fehler war, jemals von den Bäumen runterzukommen. Die hätten wir schon nicht verlassen dürfen. Und dem kann ich mich nur anschließen. Nee, das ist, ich spiele auf der Xbox Series S, aber das ist quasi im Grunde die emulierte Code Veronica X-Version, aber erschienen offiziell für die Xbox. Das ist noch für so ziemlich alles erschienen, glaube ich, ne? Das kann man ja sogar noch auf den neueren Konsolen eben kaufen. Der AirPod-Key. Ihr bleibt eh liegen, ihr seid eh tot, oder? Dann ist gut. Adel 02128 ist jetzt ein Bird-Reiter. Panzerfahrer Heinz-Peter! Vielen, vielen Dank für deine 5-Saft-Gifts. Das ist super duper cool und nett von dir. Freut mich riesig. Dankeschön dafür. Purple Beast 95 ist jetzt ein Bird Rider. Das sieht so aus, als könnte man da rein, ne? Naja. Demo Diana ist jetzt ein Bird Rider. Was ist denn das? Ich muss mal kurz die Alerts abwarten. Ist jetzt ein Bird Rider. Ist jetzt ein Bird Rider. Vielen, vielen Dank nochmals für die Subgifts. Das ist super, super cool. Freut mich riesig. Morgen spielen wir gar keinen. Nächstes Jahr geht es erst wieder weiter. Am Dienstag. Nächsten Dienstag dann um 18 Uhr. Da geht es dann wieder weiter mit Code Veronica. Und Mittwoch dann hier Dingens, Silent Hill. So, ich muss gerade wieder rekonstruieren, wie dieses ganze Rätsel hier gleich nochmal funktioniert. Ich habe jetzt hier einen Schlüssel gefunden. Aber ich weiß gerade nicht, für was ich den brauche. Und hier ist noch ein Device, der den Öldruck für die... Keine Ahnung. Finden wir schon raus. Muss ich die Brücke jetzt wieder runterlassen oder so? Und dann nochmal hoch? Oder... Hinten geht es auf jeden Fall erstmal nicht weiter.
Ach so, aber wie komme ich denn jetzt zurück? Weiß ich nicht mehr. Dann morgen 18 Uhr alle hier. Ja. Ach so, alle zu mir. Ach so, gut. Aktuell nur den ersten Teil als Special. Mal gucken, die anderen stehen theoretisch, kann man nicht ausschließen, würde ich zumindest sagen. Social Media, Internet würde ich gar nicht so verurteilen, aber Social Media war vielleicht wirklich ein Fehler. Social Media war vielleicht wirklich ein Fehler. Jetzt werde ich selber zum alten weißen Mann und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht sind das auch nur diese Vorurteile. Aber bei Social Media habe ich wirklich das Gefühl, das war keine gute Idee für die Gesellschaft. Das sollten wir vielleicht nochmal überdenken. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht wirklich blöd war. Keine Ahnung. Moment mal. Warum? Nee. Ach, nee. Hä? Jetzt. Na also. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe es gerade überhaupt nicht gecheckt. Ich weiß nicht, warum sie das aber jetzt nicht schieben wollte. Das ist ganz komisch. Habe ich Silent Chill gesagt? Wäre auch ein interessantes Crossover, finde ich. Until detonation. Das mit Social Network ist nicht nur ein Gefühl, das ist mit Studien belegt. Ja, und letztendlich hat das Kojima schon vorhergesagt in Metal Gear Solid 2. Muss ich den jetzt eigentlich töten? Also zu Boden kriegen? Meint ihr, ich kann nicht an ihm vorbeilaufen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde auf den ballern. Was bleibt mir denn anderes übrig? Bam! Die Sirene brennt sich gerade in dein Hirn ein. Wir werden versuchen, die so schnell wie möglich hinter uns zu lassen. Habe ich die Sprengpfeile nicht eingepackt? Bin ich irgendwie komplett bescheuert? Warum habe ich die Sprengpfeile nicht dabei? Hallo? Ich habe einfach die Sprengpfeile nicht dabei. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Der lässt uns einfach nicht vorbei. Nein, er hat uns ins Feuer geschubst. Und jetzt sind wir tot. Oh mein Gott, ich hasse es. Oh mein Gott, ich hasse es so. Das sind diese Permadeath-Stellen, die ich meine. Also diese One-Hit-Kill-Death-Stellen. Oh, das kann so schnell gehen. Einmal kurz ins Feuer geschubst und schon ist man tot. Und ich, Idiot, vergesse die Sprengpfeile. Nein! Oh Gott, oh Gott. Naja, wir wissen ja jetzt, was zu tun ist. Es fühlt sich immer an, als würde man Mords Progress verlieren, aber im Endeffekt sind das jetzt wahrscheinlich 5 Minuten und dann sind wir wieder an der Stelle. Alles gut.
Aber, oh, das ist so frustrierend. Ich hoffe, ich kann wenigstens bitte die Cutscene überspringen. Um Gottes Willen, ja, danke. Gott sei Dank. This must be. Okay, let's go. Ja, was gegen lebende Dinge wäre gut gewesen, da hast du recht. Stimmt. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass der jetzt an der Stelle schon kommt und dass ich war mir nicht sicher, ne? Ich habe mir gedacht, ich nehme die Sprengpfeile lieber mit und den Granatenwerfer wird schon reichen und dann packe ich die Sprengpfeile nicht ein. Aber vielleicht werde ich diesmal nicht so sparsam mit den Granaten sein. Oh Gott, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass die da sind. Let's go. 1-0 für den Tyrant, ja, definitiv. Hoffen wir, dass es bei einem 1-1 unentschieden ausgeht. Du musst Steinschere Papier gegen spielen, da kannst du nur, weil er nur Schere machen kann. Ja, ist das Schere oder ist das Stein, was der hat? Das ist eine Interpretationssache. So kann er sich wieder rausreden, ne? Gemeinheit. Ich werde jetzt diesmal nicht so doof sein und im Flugzeug definitiv speichern. Ich verspreche es euch. Turbo. Nur Stein. Ich würde auch Schere durchgehen lassen, aber was er sicher nicht machen kann, ist Papier. Und da haben wir ihn. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Nee, die habe ich noch nicht dabei. Beim Flugzeug haben wir noch mal eine Kiste. Da werde ich dann noch mal Inventar managen und speichern. Und dann gehen wir noch mal los. Keine Sorge. Kriegen wir hin. Ja, möchte ich ja gerne, aber du unterbrichst mich da mit deinen Cutscenes. Oh Gott, Hilfe. Ich habe zu wild Knöpfe gedrückt. Das, ey. Ich hasse Wiederholung. Ich hasse Wiederholung. Sowas ist für mich ganz schlimm. Deswegen kann ich leider auch nie irgendwie Speedrunner oder sowas werden. Ich spiele auch die Resident Evil Spiele immer nur mit ein paar Jahre Abstand, weil ich muss Sachen vergessen. Die müssen sich einigermaßen frisch anfühlen. Wiederholung und wenn es nur ein paar Minuten sind, ist für mich die Hölle. Die Hölle. Ich hatte mal einen Job am Fließband. Das Schlimmste. Was ich mir überhaupt vorstellen kann, das ist die Hölle. Das ist meine persönliche Hölle. Stundenlang das Gleiche machen. Immer wieder die gleiche Tätigkeit. Die absolute Hölle. Kann ich wirklich nicht. Da würde ich komplett sterben. Aber wir haben es gleich. Gleich sind wir wieder bei da, wo wir gestorben sind. Alles gut. Ich muss durchhalten. Nur ein paar Minuten. Um Gottes Willen. Wie würdest du ihr den Resident Evil in der Playboy-Villa finden? Das klingt nach Dead Island eigentlich, oder? Das klingt nach Dead Island 2. No! We can't take off unless we raise the bridge. Leave that to me. You stay here and make preparations for takeoff. Wir speichern gleich, keine Sorge.
Vielleicht hätten die Granaten sogar gereicht, aber die Sprengpfeile wären schon praktisch gewesen. So, jetzt pass auf. Also, Pistole tauschen wir mal hier gegen Armbrust und normale Pfeile. Und den Schlüssel packe ich zu den Schlüssel-Items. Und hier packen wir die Sprengpfeile rein. Und dann nehme ich vorsichtshalber tatsächlich noch Säure. Oder, ich nehme Baugasgranaten mit 3 Stück. Und ich nehme noch die Acid. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall gerüstet, gewappnet für alles, was kommt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Jetzt speichern wir noch. Der echte Bosskampf kommt erst noch gegen den. Der ist aber wirklich auch krass. Ich habe den auch wirklich als krass in Erinnerung. Okay, let's go. Ich fühle mich jetzt gut aufgestellt. Jetzt kann fast nichts mehr schief gehen. Let's go. Der kleine Schlüssel, der gibt doch 10 Sprengpfeile. Hä? Was meinst du? Den Schlüssel, den ich jetzt in die Kiste gelegt habe, soll ich den noch mitnehmen? Brauche ich den da oben irgendwo? Dann packe ich den nochmal ein. Ich wusste nicht mehr, für was der ist und das war mir wurscht. Aber für 10 Sprengpfeile ist es wert, dass man den nochmal schnell auspackt, ja. Merchandise-Galerie. Du sprichst in Rätseln. Was ist die Merchandise-Galerie? Ich packe ihn jetzt mal ein. Und dann sehen wir sie, ob wir ihn brauchen oder nicht. Keine Ahnung, YOLO. Whatever, Storage Key. Let's go. So, zum 100. Mal die Sequenz hier anschauen. Ach so, in der Military Facility. Nee, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Habe ich keinen Nerv dafür. Kommen wir theoretisch vorbei direkt dran, aber ich glaube, da läuft der Countdown schon, ne? Könnte Steve nicht rückwärts fahren mit dem Flugzeug? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn hinter dem Flugzeug? Meinst du, da ist eine Öffnung in 2 Richtungen? Ich weiß auch gar nicht, ob so ein Flugzeug überhaupt rückwärts fahren kann, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Viele Wenns und Obs und vielleicht, aber theoretisch könnte, vielleicht könnte er. Wer weiß. Trainingslager, silberner Schrank. Ja, nee, genau, das ist sehr wurscht jetzt. Wird schon reichen. Bei den Alarmsounds sind manche Katzen ganz nervös geworden, weil es für sie wohl wie eine gequälte Katze klang. Oh Gott, so furchtbar. Ich hoffe, ihr habt keine Katzen in Hörreichweite. Ich höre bei der Sirene dauerhaft jemand, der Alfred in die Kronjuwelen tritt. Ich sehe es direkt vor mir, ja. Das passt schon auch. Hey, das fühlt sich fast hier so an. Ah, das ist bestimmt für Chris später, oder? Ja, das ist bestimmt für Chris später. Mit dem Öldruck und hier. Das kommt mir nämlich gerade komplett komisch vor und ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ja, das ist bestimmt für Chris später. Kann es nicht, muss gepusht werden rückwärts. Naja. Wir machen noch bis 9 auf jeden Fall. Und dann gucken wir, wie weit um 9 zum nächsten Safe-Punkt ist.
oder ob wir vielleicht kurz vor 9 einen finden. Okay, let's go. So. Ach, hier kann man auch noch mal speichern. Aber kriegt man hier Ink Ribbon Band? Weil dann würde ich das sogar machen. Düsen schieben nun mal nur in eine Richtung. Aber der hat ja Propeller und keine Düsen, ne? Insofern können sich die Propeller nicht rückwärts drehen und dann fährt das Ding rückwärts. Ich habe keine Ahnung, aber das klingt für mich plausibel, finde ich. Ich finde, das klingt für mich ist auch ziemlich gut. Ah, zu viel Inventar. Voll. Ach, hier Heilspray. Komm, weg mit dir. Dich brauchen wir nicht mehr. Dann nehme ich lieber die Granaten. Mario und Luigi vs. Resident Evil Bowser hat sich mit Wesker zusammengeschlossen. Das klingt wie der Plot für das nächste Smash Brothers, für den Story-Modus. Mewtwo, Ganondorf, Bowser, Wesker und Liquid Snake planen die Welt in Stein zu verwandeln, aus irgendeinem Grund. Ah, hier ist eine Kiste. What? Die habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Habe ich überhaupt nicht als Kiste wahrgenommen. Lustig. Okay, dann packen wir den Schlüssel wieder weg, wenn wir den hier nicht brauchen. Ist eh gut. Und dann speichert ihr. Na komm, YOLO. Ich habe jetzt viel Safe-Papier gespeichert bis hierher. Jetzt nichts verkommen lasse. Könnte sein, dass der uns noch öfter ins Wasser schubst. Okay. Die Kräuter brauchen wir gar nicht unbedingt. Wir haben ja unser Kraut, das glaubt, dass es eine Pistole ist. Einmal durfte es schießen, das Kraut. Und seitdem ist es leer. Aber trotzdem noch sehr nützlich. I will not allow this cutscene to play. Es geht schon weiter. Oh Gott. Wenn ich in den Ladezeiten in den Chat gucke und check nicht, dass ich halb gefressen werde. Das ist immer das Beste. Okay, chill. Jetzt wird hier ernst gemacht. Ja, da war ein ganz schön Knackarsch, der Tyrant. Es sieht ein bisschen aus, als würde er die Popacken zusammenkneifen, wenn du mich fragst, aber gut. Mache ich irgendwas falsch eigentlich? Ist das normal? Ah! Yes! Da ist er down! Der steckt so viel ein, ey. Wie viel haben wir denn noch? Wahrscheinlich gar keine mehr, oder? Ein. Oh, das ist schon schmerzhaft, ey. Zwei davon habe ich verschossen, aber ja, komm, ob wir jetzt eine oder drei haben, Pfeile übrig, ist auch schon wurscht. Oh Mann. Aber hey, dafür haben wir noch die Anti-Bow-Granaten und die Berry-Granaten und die Granaten. Die sind da auch nicht schlecht. Aber die Armbrust-Explosionsbolzen sind schon krass. Die machen super viel Schaden und haben, wie ihr gesehen habt, eine irre Schussfrequenz.
Da kann man halt rausballern ohne Ende. Ich weiß nicht genau, wie die Armbrust funktioniert, ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht ganz. Da kann man einfach 500 Pfeile reinstecken in das Ding und die werden rausgefeuert wie aus einer vollautomatischen Waffe. Sieht nicht so aus, als hätte die irgendwie ein Pfeilmagazin oder so. Ich glaube, Claire kann einfach irre gut und schnell nachladen. Irre, irre schnell. So, chill. Ich muss mir, wir haben einen Timer. Ich muss jetzt mal kurz zu Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew. Ich komme! Start schon mal den Motor! Irgendwie, guck mal, der Propeller, der versinkt, das Flugzeug kommt nie im Leben hier raus. Der Propeller steht an. Der klippt in die Wandtextur. Ich glaube, wir haben ein Problem, wenn wir den einschalten. Okay. Ja. We made it! Yahoo! Ugh, it's finally over. Ja. Jetzt wird's ernst. Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. So, where should we go now? I could take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii is nice this time of year. You got it. Ach, Steve Hassen ist mir zu mainstream. Deswegen mag ich den, sage ich jetzt einfach. Mein Lieblings-Resident Evil-Charakter. Steve und Ashley. Ich möchte einen Spin-off, wo es nur um Steve und Ashley geht. So. Flugpanzer aktiviert. Der hat gerade Munition freigelegt. This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about. Man muss nur gut ausweichen können. Das ist... Das ist... Mir fehlen die Worte. Das Spiel auf der Xbox sieht echt gut aus. Gut gealtert, würde ich mal sagen. Ich finde eh mit Xbox 360 und GameCube und so... Nee, warte mal. Das ist schon eine Generation danach. Ja, genau. Aber mit Xbox 360, PlayStation 3 haben wir, finde ich, ein Zeitalter der 3D-Spiele betreten, die eh schon gut aussahen. Ich finde, wenn wir da grafisch stehen geblieben wären, quasi. Nicht von Spielweltgrößen und Mechaniken und so weiter und so fort, ne, sondern nur optisch, nur grafisch. So gute PlayStation 3-Grafik würde mir persönlich komplett reichen. Komplett. Hätte ich überhaupt kein Problem damit. Okay.
Dann packe ich mal alles ein, was wir an Granaten haben. Und 340 Pfeile. Ja, komm, YOLO. Asteroids war auch schön. Es hat zumindest so eine Ästhetik. Aber ich finde auf dem, es ist ja wirklich, ich finde wirklich auf dem so Super Nintendo, das Super Nintendo Zeitalter, da haben wir im Grunde 2D-Spiele schon so ziemlich ihre perfekte Optik erreicht. Und seitdem ist auch nicht mehr viel passiert. Wenn man sich Yoshi's Island anguckt, das sieht perfekt aus. Das könnte heute genauso nochmal mit ein bisschen höherer Auflösung natürlich. Jo. Guck, jetzt hat er aus Stein Schere gemacht. So. Das war mein einer Sprengpfeil. Und jetzt kommen die Anti-Bow-Waffen. Boah, erst werden wir... Mein Gott, der prügelt uns hier ganz schön in Grund und Bogen, befürchte ich. Hä? Habe ich gerade irgendwie nicht nachgeladen? Zum Glück sind wir unsterblich. Warum schieße ich nicht? Ach so, weil ich die Armbrust noch ausgerüstet habe. Lustig. Was für ein beeindruckender Kampf. Kampf der Giganten. Zwei Unsterbliche, die jetzt bis in alle Ewigkeit aufeinander einprügeln. Aber wir haben Barrys Anti-Lebewesen-Waffe und ich komme nicht zum Schießen, ey. Huiuiuiui. Das war knapp. Wie war das? Es ist eh leicht, man muss nur ausweichen können, ne? Perfekt. Claire besteht nur noch aus Kraut. Da seht ihr mal, wie man das als Profi macht, ne? Das ist so die Pro-Speedrun-Strategie für den Kampf. Es ist lustigerweise wirklich so ein bisschen, ne? Mit dem Kraut. Ui. Ja, das stimmt, ne? Claire besteht nur noch aus Kraut. Ethan besteht nur noch aus Pilz. Und Jill hat ihren Verjüngungsvirus. Okay, warte mal. Das wird gleich wehtun, wenn ich wieder auf Start drücke. Tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir... Hier, ich glaube, jetzt bringt es noch nichts, oder? Hätte ich noch länger warten müssen. Nee, doch, klappt schon. Perfekt. Na dann. Das war ein Kampf. Gut gemacht, Claire. Ist da oben irgendwie, sitzt da oben in dem Regal irgendwie ein kleiner Frosch oder ein nacktes Hühnchen und zittert vor Angst? Seht ihr das auch? Alles gut, kleiner Frosch, kleiner Hamster. Ist das ein Hamster? Das ist doch ein Hamster. Das ist ein zitternder Hamster, der mit dem Arsch zur Kamera sitzt. Was zur Hölle? Jetzt mal ernsthaft, ich kann nicht damit interagieren. Aber was ist das? Kater, kannst du noch kurz warten, bitte? Gleich bin ich für Sie da, Sir. Nur noch ein paar Minuten, bitte. Dankeschön. Okay, zitternder Hamster. Definitiv, keine Ahnung. What the fuck? Ihr seht das auch, oder? Das ist... Okay, gehen wir weiter. Oh.
What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Alfred, cross-dressing freak! Kater randaliert gerade. Und jetzt singen sie. Das wäre so ein typische Disney. Das ist so eine 90er Jahre Disney-Filmmusik. Zombies überall. Doch mit der Bazooka mach ich nen Knall. Körperteile fliegen. Das Gute wird obsiegen. Resident Evil. Code Veronica. Oscar nominiert der Song. Hey, where are we? Huh? Latitude 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic! What? Hey! Those are the seaplanes that left the island right before us! Then that must mean... this place belongs to Umbrella! Wenn es geht so weiter sind, rufe ich ihn als Sänger bei uns. Du hast eine himmlische Engelsstimme. Ja, also mein erstes Album ist schon in Arbeit. Hab schon einen Exklusivvertrag bei Sony Records oder so, was weiß ich. Den Song musst du dir schützen lassen, sonst ist er bestimmt im nächsten Disney-Film. Das wäre doch cool. Das wäre doch schön. Ich bin voll dafür. Eine Disney. Ich würde gerne eine Disney-Verfilmung von Resident Evil sehen. Das klassische Märchen Resident Evil 1. Na, warten wir noch 50, 100 Jahre oder so, dann ist das vielleicht so. Ich habe gerade gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Habt ihr aufgepasst? Ich habe das so automatisch gemacht und habe währenddessen in den Chat geguckt. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich weiß wirklich nicht mehr. Mein Hirn war auf Autopilot gerade. Das ist alles so, oh Gott, ey. Alles so unangenehm. Thanks. Jetzt kann ich glücklich sterben. Oh, plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it. Let's do it! Echt? Du findest das süß? Ich finde das voll creepy, ehrlich gesagt. Ich finde die voll creepy irgendwie. Ist halt so ein Teenager und so. Ja, aber ich finde den voll eben unangenehm. Na gut, ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe und ihr wisst es anscheinend auch nicht.
Was ist dreimal ja? Was ist weiter? Und auch noch die Musik, ne, die musikalische Untermalung an der Stelle, finde ich auch so, dieses, wie die Note so gespielt wird, wenn er sie auffängt. Ich find's voll cringe. Ein Koffer. Achso, ich kann mich schon bewegen. Das sah gerade so aus, als ob mir irgendwie hier, keine Ahnung, war weird. Ich habe irgendwie gewartet, dass jetzt eine Cutscene losgeht oder irgendwie ein Zoom, ne, weg von, keine Ahnung. Kannst du die Tür vielleicht aufballern? Das wäre echt nett. Nee. Gehe ich halt wieder. Komme ich später wieder. Hallo. Seven Nice oder so. Schön, dass du es geschafft hast. Hey Sabos, dankeschön für den Raid mit drei wundervollen Personen. Hi zusammen. Schön, dass ihr da seid. Leider kommt ihr jetzt gerade so ein bisschen zum Finale. Ich warte jetzt nur noch auf die nächste Schreibmaschine und dann machen wir auch schon Schluss für heute. Aber gucken wir mal, wie lange es noch dauert. Ich weiß nicht, wo die nächste ist. Ich weiß nur, dass ich viel zu viele nutzlose Armbrustpfeile habe. Und ich wünschte, ich hätte irgendwie die Pistole oder sowas noch eingepackt vor dem Bosskampf vorher. Ja, Gunpowder, das ist immer gut. Oh oh. Das Spiel gibt mir auch noch so viel Pistolenmunition gerade. Das sagt so, naja, die Pistole hättest du jetzt wahrscheinlich gern dabei, ne? Könntest du effektiver kämpfen als mit deiner blöden Armbrust. Ja. Man schießt halt einfach 500 Pfeile für ein so ein blödes Stinky-Zombie, ne? Ist halt lächerlich. Es ist ein bisschen cool, wie die stecken bleiben. Ich mag das ganz gerne. Aber die Armbrust im zweiten war besser. Die Resident Evil 2 Armbrust finde ich großartig im Original. Aber die ist irgendwie ein bisschen luschig. Aber schön, wie die Pfeile stecken bleiben. Aber es sind halt so kleine Dartpfeile, ne? Da fliegt der Helm. Hab dich mal empfohlen zum Reinraiden. Reinraiden, das ist nett. So, komm. Dein Helm wird dich nicht schützen. Ich spiele gerade wieder State of Decay privat, so nebenbei abends ein bisschen. Das ist so ein cooles Spiel, das kann man auch ohne Sound spielen. Ne? Das ist ein wunderbares Nebenher-Spiel. Und das macht mir schon, State of Decay 2 ist schon echt cool. Ich freue mich schon sehr auf den dritten. Aber jetzt lesen wir erstmal das Tagebuch des Arbeiters. Oktober, 30. oder so. Als ich Umbrella beigetreten bin, dachte ich, ich könnte hier ein sorgenfreies Leben für den Rest meines Lebens verbringen, als Angestellter dieser Riesen-Corporation. Aber es ist ein Witz, hier ein Fahrer an diesem Ort zu sein. Was? Ich habe darum gebeten, an eine andere Stelle versetzt zu werden, aber sie haben mich einfach komplett ignoriert. Es fühlt sich hier eher an wie ein Gefängnis. Die Arbeit ist extrem anstrengend und es gibt nichts Lustiges zu unternehmen. Ich wäre lieber tot. 3. November. Mein hart verdienter Urlaub wurde plötzlich gestrichen. Ich habe gehört, sie haben es nicht geschafft, genug Arbeitskraft zu sichern durch einen Fehler, der von der vom Einrichtungsmanager Alfred begangen wurde. Dieser Tölpel verdient keine Vergebung. er behandelt uns nicht mal wie Menschen. 5. November.
Ich habe eine interessante Geschichte von einem Typ gehört, der hier seit über 8 Jahren arbeitet. Er muss anscheinend ein schrecklicher Patient sein. Hä? Steht das da wirklich? Ach so, nee, Patient. Er muss super geduldig sein. Ich habe es mir schon gedacht. Er sagt, dass hier ein Mann ist, der seit über 10 Jahren hier festgehalten wird. In einer Zelle festgehalten, tief unten. Leute nennen ihn Nosferatu und sind absolut verängstigt vor ihm. Was für eine absolut bescheuerte Geschichte. 10. November. Um Mitternacht bin ich aufgewacht und habe ein seltsames, ominöses Stöhnen gehört. Es hat sich so angehört, als würde es von tief unten kommen. Ich bin so jämmerlich, dass ich von so einer lächerlichen Geistergeschichte so in Angst versetzt werde. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, jeder würde hier eine schwere Zeit haben, würde hier Probleme damit haben, seine geistige Gesundheit aufrecht zu erhalten, an einem Ort wie diesem. So. Ja, ne, das sind so ein bisschen die Kleinigkeiten mit dem Resident Evil 2 Remake. Da fehlen viele Kleinigkeiten. Nichts davon ist so schlimm, dass ich sage, deswegen ist das Spiel jetzt scheiße, ne? Aber es ist schon so, dass es nicht perfekt ist. Leider. Also, sind vor allem ärgerlich, weil es wirklich nur so Kleinigkeiten sind. Um ein Haar wäre das Resident Evil 2 Remake ein absolut perfektes Remake geworden. Aber das ist es halt eben leider dann doch nicht. Es ist ein großartiges Spiel und ein leider nur, unter Anführungsstrichen, gutes Remake, würde ich sagen. Naja. Der 4. ist schon ein besseres Remake geworden. Über den 3. reden wir mal nicht. Ich hoffe, zukünftige Remakes sind eher auf dem Niveau vom 4. Oh, eingesponnen. In Kokons. Komm, du bist ein Safe Room, oder? Du bist doch ein Safe Room. Komm schon. Es ist ein Safe Room, aber was höre ich für komische Geräusche? Na gut, wisst ihr was, Leute? Was hier für komische Geräusche sind, finden wir beim nächsten Mal draus. Ich höre jetzt auf. Ich mache jetzt Schluss. Höchste Zeit. So, hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr. Wir sind anscheinend in der Ameisenbasis. Ne, es steht natürlich für Antarktis, aber ja. Würde auch passen eigentlich, die Endbase, ne? Jo, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich wirklich sehr gefreut. Danke für die Bits, die Subs, die alles. Einfach fürs Zuschauen. Danke, dass ihr eure Zeit hier mit mir verbracht habt. War mir eine große Freude. Ich würde sagen, ich schicke euch jetzt mal noch weiter. What? Dankeschön, Phil, für deinen... Phil-32 ist jetzt ein Bird-Rider. Dankeschön, Phil-32, für deinen Prime-Sub im 2. Monat. Das freut mich sehr. Das ist super nett von dir. Raiden wir mal rüber zu Sess. Der spielt gerade Sea of Thieves. Und der ist in dem... RP, das ich immer gern gucke von Panikfee, der Wagner, falls ihr das mitbekommen habt, der ist auch ein kleinerer Streamer, der freut sich bestimmt riesig. Kommt alle mit, schon alleine, damit sich seine Zuschauerzahl verdoppelt. Da wird er sich sicher freuen. Ist ein total netter Kerl. Ich glaube, der ist ehrlich gesagt im RP. Das steht nur Sea of Thieves. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich sehen, wenn wir bei ihm sind. Na schön. Tschüss auf YouTube schon mal. Danke fürs Dabeisein. Und wir hier auf Twitch lesen uns dann gleich noch drüben im Chat, wenn ihr wollt. Bis gleich und gute Nacht schon mal. Ciao.